Hallo meine Lieben und heute willkommen zu einem langweiligen Horrorspiel, einem langweiligen Zombie-Survival-Spiel ohne Plot. Da steht wortwörtlich so bei der Steam-Seite. Keine Ahnung, was uns erwartet. Ich meine, es ist online. Wir werden es rausfinden. Wir starten einfach mal direkt. Achso, wir können uns aussuchen. Nightmare und so, bla. Ne, wir nehmen natürlich... wir nehmen natürlich Skillful. Ich meine, wir sind super Profis. Also, da kann uns niemand was haben. Wir machen die alle fertig. Oh Gott, was ist das denn? Das Backrooms-mäßig oder was? Ja, warum nicht? Wir spielen das langweilige Zombie-Spiel in Backroom-Style. Ich habe Backrooms nie gespielt, also vielleicht kann das mein toller Ersatz sein dafür. So, Chapter 4. Wir starten nicht mal mit Chapter 1. Ich dachte, das sind aber nur Maps, die wir wählen. Anscheinend nicht. Oh, wow. Interessante Grafik. Wir sind in... Was ist das für eine Sprache? China eventuell? Schwierig, Schriftzeichen, kann ich nicht so auseinanderhalten. Huch! Ist das ein Roboter? Also ich habe keine Waffe oder irgendwas. Hallo, Mister. Du bist aber ein sehr seltsamer Zombie, muss ich sagen. Du siehst so ein bisschen robotermäßig aus. Ein Androiden-Zombie. Kann ich irgendwie was nehmen und werfen? Sir, ich will was kaufen. Das ist doch hier so ein Markt, oder nicht? Okay, ich glaube, das war nein. Der will nichts verkaufen. Hat auch nichts zu verkaufen. Vielleicht sollten wir uns erstmal... auch an dich zurück. Ja, ich glaube, der kann uns nichts verkaufen. Ich glaube, mit dem kümmern wir uns jetzt. Um den kümmern wir uns jetzt nicht. Wir haben Besseres zu tun. Ich muss mal ganz kurz, wenn wir... Oh, wir müssen dahin, wo er war. Ja, das ist schlecht. Erstmal ganz kurz. Es ist ziemlich laut. Das muss ich einmal ändern. So. Ich habe nicht Apply gedrückt. So. Nein, ich will... Nein. Ich will dich lieben. Jetzt geht das mit dem Ton wenigstens. Der Regen ist doch ganz schön laut. Hallo, Sir. Nackter Android. Sind wir jetzt schon in dem Zeitalter angekommen? Hallo. Ah! Ah! Schnell! Hä? Ich bin geflogen. Was soll das denn? Entschuldigung? Okay, wir wurden einmal angegriffen und sind direkt geflogen. Mussten wir sterben? Wir sind jetzt da, wo das Kapitel, also da, dass das Bild angezeigt hatte für das Kapitel. Ja, Leute, willkommen bei Inside the Backrooms, unserem neuen Spiel. Wir haben es jetzt hierher geschafft. Sehr interessant. Ich habe ein bisschen Angst, hier um die Ecken zu gehen. Wir sollen aktuell nach Waffen gucken. Das ist unsere Aufgabe. Oh, hier blinkt was. Hallo? Oh! Da ist ein bisschen Grütze auf dem Boden. Können wir mal ablecken oder so? Ich meine, sie sieht nicht schwarz aus. Vielleicht ist das nur Lakritz, so geschmiertes Lakritz auf dem Teppich. Ist schwer rauszubekommen, also vielleicht mit ein bisschen Spucke vor. Ein bisschen vorweichern. Ich kann den nicht. Das ist echt dunkel, mein Gott. Ich glaube, für euch mache ich das ein bisschen heller. Ich weiß ja nicht, ob wir hier hingehen. Nein. Du kommst ja hinterher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Da will ich hoch. Da wird zu schreien. Da wird zu schreien. Wie hocke ich? Mit C. Lauf! Was bist du? Die Lakritzpampe ist aufgestanden und zum Leben erweckt worden. Hör auf, mich anzuschreien. Hör auf, mich anzuschreien. Ich habe Besseres zu tun. Hör auf, mich anzuschreien. Oh, was ist das? Wasser? Wenn es ist, ich glaube, ich habe Wasser aufgehoben. Ich glaube, wir sind ihn losgeworden. Oh Mist, ey, was ist denn das für ein Spiel? Ich dachte, wir haben ein Online-Horrorspiel mit Zombies. Ich meine, da standen mehr Spieler. Da hätte ich einen Freund fragen sollen, das mit mir zu spielen. Ich wusste nicht, dass das eventuell so gehen könnte. Ist das eine Leiche oder ist das wieder ein Viech, was gleich aussteht? Oh, ist eine Leiche! Kumpel, du hast nichts dagegen, wenn ich eine Waffe klaue, oder? Hast du das dagegen?
Boah, der sieht aber nicht so gut aus. Ah, ja, ich glaube, der hat den Virus nicht ganz so überstanden. Wir sollten eine Wand finden, durch die wir gehen können? Eine Wand? Wenn wir eine Wand... Ach, wir hören einen Alarmsound, wenn wir durch eine Wand gehen können. Aber wir sind wieder auf der Seite. Ah, komm schon. Bezahl doch mal die Stromrechnung oder wechsel die Glühbirne. Kann doch nicht wahr sein. Oh, ist ein großer, geräumiger Raum. Das gefällt mir. Hallo? Moment, da ist ein Loch. Hallo? Da ist nichts in dem Loch, oder? Nö, da ist nichts in dem Loch. Oh, ich musste gerade mal kurz gucken, ob ich mein Mikro angeschaltet hatte. Es wäre ein bisschen brenzlig gewesen, wenn ich das nicht getan hätte. Moment. Ich habe schon wieder vergessen. Wir müssen nicht Wände gehen. Ne? Das sieht doch aus wie Wände, wo man durchgehen könnte. Hallo Wand. Sedam, öffne dich. Ich glaube, die Wand wird es sein. Heilige Wand im Norden. Ich weiß nicht, warum Norden, aber heilige Wand im Norden. Öffne dich. Verdammt. Vielleicht müssen wir auch mal erstmal so eine Lakritzspur werden, bis das geht. Das geht nicht. Das vielleicht? Nö, es war nur so eine Ecke, so eine kleine. Können die Leiter nehmen? Können wir auch nicht. Schade. Am 17. Januar gerade. Moment. Ist das meine... Das ist ja die richtige Zeit. Es ist 23 Uhr, 17. Januar. Ey, ihr könnt sehen, wann ich aufnehme. Was ist denn das? Frechheit. Hä? Was? Oh. Hab mich nicht gesehen. Alles gut. Aber ich hab einen Alarm gehört, oder? Wir sind an der Wand vorbeigelaufen, glaube ich. Ja, ich höre doch den Alarm hier. Ist das in dem Raum hier? Ja, hier irgendwo. Ich höre es doch. Oh! Huh, wer bist denn du? Warum machst du Piep? Okay, ich soll eine Mission machen. Okay, ein paar Kugeln. Alles klar, aber was soll die Mission sein? Wir kriegen Kugeln, Gott sei Dank. Dann Zombie-Blut collecten. Das ist doch einfach, das kriegen wir doch locker hin. Sag mal, hör auf so laut zu piepen. Nee, absolut nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben. Was genau ist das hier? Wenn ich darauf trete, falle ich denn runter? Ich meine, wahrscheinlich, aber... Rastet der gerade wieder aus? Lakritzblob? Alles gut bei dir? Abgeschmierter Kaugummi? Geht's klar? Ganz ehrlich, ich würde auch den ganzen Tag rumschreien und leiden, wenn ich abgeschmierter Kaugummi wäre. Ha? Nein! Das Ecken und ich laufe jetzt den ersten Schritt, den ich gehe und ich laufe da rein. Den ersten Schritt und ich laufe da rein. Das kann nicht wahr sein. Wir starten nochmal neu. Das ist doch... Nee, was soll das? Der allererste Schritt. Ich drehe mich um und falle ein Loch rein. Ich glaube, wenn wir in echt mal so einer Situation wären, dann das ist verloren. Dann sterbe ich direkt. Und wir haben keinen Speicherpunkt. Wir müssen noch von vorne anfangen. Direkt von vorne anfangen. Was soll denn das? Verdammt nochmal. Bin ich mal woanders gespawnt als letztes Mal? Sag mal, kann ich immer die Glühbirne wechseln? Kann ich das machen? Wenn ich eine Waffe finde, werde ich ja sowas von aufschießen. Das ist bestimmt eine Wand, wo ich durch kann, oder? Nein. Oh, wir sind in der Nähe von dem Raum. Nö, das mag ich nicht mehr. Verdammter Raum. Wir müssen die Waffe wiederfinden. Und dann wieder den Raum. Ich hoffe, der Raum ist am gleichen Platz. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, ich weiß nicht mehr, wo der gleiche Platz ist. Obwohl, der ist irgendwo da hinten, wo ich gerade hingucke. Da sind ja auch die Löcher. Bei den Löchern war der Raum, ja? Ich weiß auch nicht, ob das Atmen ich bin oder das Viech ist. Ab und zu hört sich das sehr verdächtig an. Ah, hey. Du hast ein bisschen Wasser, oder? Ist das hier überhaupt Wasser? Habe ich ein Inventar oder so? Ich hab kein Inventar. Ich kann nicht gucken, was es ist.
Aber die Items sind immer anders verteilt. Denn dieses Wasser oder Öl oder was auch immer das ist, das war letztes Mal nicht auf diesem Blutfleck. Oh, no, ich habe zwei gehört. Da waren zwei. Oh, nein. Lauf doch. Nein, schon wieder der gleiche Ablauf wie eben. Verdammt, das Lakritzmonster. Kann ich ihn überhaupt umbringen? Der kommt immer noch hinterher. Weiß nicht, wo wir hin sollen. Ich gehe da lang. Ab zum Licht. Immer ins Licht gehen. Guter Rat fürs Leben. Ja, der Alarm ist wieder da. Der ist am gleichen Platz, denke ich. Glaube ich? Der ist nicht am gleichen Platz, der ist hier. Oh, das ist immer unterschiedlich. Diesmal ist es eines von denen. Du aber, Sesam, öffne dich. Nein. Sesam, öffne dich. Du. Kannst du dich anschießen, verdammte Frau? Ja. Ich will dir ja helfen. Wenn ich nicht schon wieder sterbe. Ich verstehe. Hübsche Sprache. Auch wenn ich nichts verstehe. Gott sei Dank gibt es die Untertitel. Können wir eigentlich auch eine andere Wand rausgehen? Können wir sie erschießen? Wie? Es geht einfach durch sie durch. Warum kann ich die nicht erschießen? Gib's doch zu, du bist eines von diesen Monstern, nur verkleidet. Eindeutig eines von diesen Monstern. Ich kann nirgendwo anders raus, oder? Lass mich raus! Ich weiß nicht, wie viele Schüsse ich habe, aber ich mache jetzt einen Smiley. Das ist doch freundlich, immer noch so hässliche Nase dazu. Und ein paar Augenbrauen, ein paar böse. Oh Gott, das sieht jetzt aber nicht mehr so aus, wie ich das eigentlich haben wollte. Das sieht jetzt aber ein bisschen anders aus, als ich haben wollte. Nevermind. Oh Gott, ich habe vergessen. Hier war der Ausgang. Hallo, lässt du mich auch wieder raus? Ah, hier. Ih, das ist eine ranzige Wand. Ist ja ekelhaft. Da muss sich wohl mal jemand um seine Tapeten kümmern. Und um das Wasser in der Wohnung. Nicht schon wieder. Verfolgst du uns? Oder hast du uns nur gesehen? Er hat uns nur gesehen. Okay. Aber es gibt anscheinend mehrere davon. Wir haben eben gesehen, da waren zwei von diesen Viechern. Ich glaube, jetzt verfolgt er uns. Ich hab's nicht aufgehoben. Hä? Ist es... das ist... Es ist ein Zombie, ne? Wie soll das Blut darauf heben? Ich dachte, wir müssen das aufheben, was rumliegt. Die sterben wenigstens schnell. Twerkt er gerade für uns? Der twerkt ein bisschen, ne? Take that booty! Jetzt wirkt er ein bisschen mit dem Kopf, der ein bisschen... Naja, der ist abgeknickt. Ach, passt schon, einen abgeknickten Kopf-Twerk. Man würde den nicht gerne sehen. Floppt da so durch die Gegend. Würde ich mir gerade angucken. Der ganze Show davon. Ich sehe das. Da ist ein Zombie. Das ist gar nicht das Viech. Ey! Da sind zwei. Oh, du rennst ja ekelhaft. Das Gollum ist ausgewachsen, Mann. Bitte komm nicht hierher. Ich mach mal hier ganz unschuldig. Zieh ich das Blut und die Fleischstücke aus ihm raus, ja? Ich hoffe, das stört hier niemanden. Oh. Hat er nicht gemerkt. Alles gut. Irgendwas kommt näher. Warum klingt das so nah? Ah! Eine Wand.
Hier auf die andere Seite. Ich muss da hin. Warum... Was, sag mal, leidet der ganz schön? Was ist mit ihm? Der ist voll am Stöhnen. Das ist erstmal Resident Evil, wo Leon die ganze Zeit rumstöhnt. Jetzt stöhnt der. Da höre ich lieber Leon stöhnen. Warum läufst du so eklig? Du Widerlicher. Was hat er gehört? Hat er aber nicht gesehen, oder? Hast nur gehört. Nicht durch. Niemals kommt er da durch. Ich glaube, der ist da durchgekommen. Lass mich. Ich habe keinen... Oh mein Gott. Sag mal, ab und zu höre ich auf zu sprinten. Wieso? Habe ich Ausdauer? Mobb mich nicht. War nicht schon wieder hier. Lass mich in Ruhe. Kann ich hier lang? Kommt er da? Ich dachte, da kommt er nicht hin. Lass mich doch in Ruhe. Darauf aufzuhören zu sprinten! Wenn ich so ein Viech verfolgt, hörst du dich auf, egal ob du nicht mehr kannst, oder? Oh, das ist so viel. Oh mein Gott! Nein! Nein! Hörst du mich alle in Ruhe! Hör doch nicht auf zu laufen! Oh, da waren ja beide hinter uns her. Das waren die Zombies und die Viecher. Was für eklige. Eklige. Oh, immerhin sind wir wieder hier. Jetzt können wir gleich das Blut mitnehmen. Was für widerliche Viecher, Mann. Ich dachte, das wäre so ein cooles Online-Horrorspiel mit Zombies. Nee, das ist es nicht. Das ist irgendwas mit komischen Lakritz-Viechern im Backrooms. Was ist das überhaupt, was ich da mal aufsammle? Ich habe kein Inventar, um da reinzugucken. Was ist das? Brauche ich das später? Ist das Leben? Ich brauche mehr Zombies. Ich glaube echt, dass wir Ausdauer haben, so oft wie der mal aufgehört hat zu sprinten. Ich musste so oft wieder Sprint drücken. Okay. Das geht ja. Na komm, gib mir deine Arschbacken. Das sind jetzt meine. Die stecke ich mir selbst in die Hose, damit der größer wird. Oh Gott, nein. Oh, so schöne Fleischpatties da hinten reinstecken. Wie widerlich das wäre. Ah, nicht schon wieder. Nein. Mobb mich nicht. Ja, genau. Geh weg, hä? Würde ich auch mal raten. Würde ich meinen, dass du zu feige bist, hinterherzukommen. Aber ich würde gerne dahin. Ich muss das Blut nehmen. Ja, sag mal, der hat gewartet. Oh, der war ganz schön nah an uns dran. Kann er denn sterben? Hat der ekelhafte Arme. Guckt euch das an. Was für ein Spaghettiarm ist das? Jetzt hau ab! Ich sag, hau ab! Ich sag, hau ab! Oh, wir haben keine Muni mehr! Das ist gar nicht gut, wir müssen die Zombies noch töten. Das war vielleicht nicht die beste Idee, die Viecher anzuschießen und Dominanz zu beweisen. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Wenn wir irgendwo Munition finden? Warum rastest du schon wieder so aus? Da war doch gar nicht. Ich muss mehr von diesen Alarmräumen finden. Falls ich das kann. Weil wenn ja, dann kann ich ein bisschen mehr Muni bekommen. Aber bisher habe ich kein Piepen mehr gehört. Kann ich die sonst irgendwie töten, die Viecher? Wenn nicht, kann ich direkt aufgeben eigentlich. Ich habe so viel Munition verschwendet. Nein! Ich wollte nur Dominanz beweisen. Ich wollte nur Spaß in meinem Leben haben. Warum könnt ihr mir das nicht? Warum könnt ihr mir das nicht? Freude im Leben. Alter, was ist denn hier alles los, Mann? Das war hier, oder?
Ja, hier war der Raum. Hast du Munition? Huch. War der hier? Hä? Entschuldigung? Der war doch hier, oder nicht? Komm ich da nicht mehr rein? Die Alte lässt mich nicht mehr rein! Du blöde Kuh, ich brauche Hilfe! Ich habe keine Muni! Lässt sie mich eiskalt nicht mehr zurück? Und wie sich darstellt, als ob sie uns hilft. Warum hängen die da alle über der Leiche? Dass ich nicht mehr schießen kann, ist so enttäuschend. Kann ich die irgendwie anders umbringen? Ich bin jetzt mal ganz, ich bin mal so frei. Ich kann auch nicht schlagen, leider. Was war das denn? Mit F? Ach, andere Nachladeanimation. Das ist ja cool. Die Munition wäre bestimmt noch cooler, aber... Das ist genial. Andere Nachladeanimation? Hätte ich nicht erwartet. Das Spiel ist bisher eigentlich echt gut, muss ich sagen. Dafür, dass es ist ein kostenloses Spiel, ja? Das werde ich in die Beschreibung wieder reintun. Es gibt das bei Steam. Deathly Stillness war der Name, soweit ich weiß. Haben wir im Menü gesehen eben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es sieht auf jeden Fall echt geil aus. Ich werde gleich die... Ich werde mich, glaube ich, umbringen gehen jetzt. Ich kann sowieso nichts mehr machen. Oder werden wir die anderen Kapitel mal probieren? Von Anfang an vielleicht wäre mal besser. Außerdem kann ich das die Zeit nutzen, um ein Fenster zuzumachen, weil es wird gerade echt kalt hier drin. Bring mich um! Lasst mich eins von euch werden! Ich will auch ein Lakritz-Monster werden! Bitte! Na komm, lass mich ein Lakritz-Monster werden. Ja, lass es... Jesus, hol mich zu dir! Ja, ist ja gut, Monster. Wisst ihr, ich gehe gerade zu meinem Fenster, hol mir schöne Kuschelsocken, ich komme wieder und das Viech schreit immer noch so rum. Das schreit die ganze Zeit so rum. Mein Gott. So, wir gehen mal ins Hauptmenü einmal. Ich könnte außerdem sowieso mal gucken. Kann ich mit Freunden spielen? Also, ich kann keine Freunde einladen. Also, wüsste ich nicht, wie das Mehrspieler sein soll. Ich stehe zumindest nirgendwo einladen. So, wir gehen wieder auf Skillful und wir spielen Highway. Wir spielen mal direkt die erste Map. Oh, wir dürfen uns einen Charakter aussuchen? Oh, ist das der Mehrspielermodus? Die Charaktere sind hübsch. Ich meine, die Grafik ist ein bisschen, ne? Aber die Charaktere sehen hübsch aus. Ja, die sind wirklich hübsch. Mod? Entschuldigung? Wir können ein Bunny Girl sein? Warum steht da Mod? Ich habe das Spiel noch nichts runtergeladen. Ist das auch nicht der Store, oder? Oh, da ist der, ja, wir drehen mal wieder um. Gibt's noch das Schulmädchen? Die hat hübsche Haare. Schulmädchen ist hübsch. Das Bunny ist hübsch, ne? Kann man nicht meckern. Mate? Joa, da sieht sie ein bisschen, als ob sie sich unwohl fühlen würde, so ein bisschen, ne? Ist das ein anderes Model? Sind das jeweils andere Models? Die ist doch komplett anders als die. Die ist hübsch. Also, das Kleid ist wundervoll. So viel Selbstbewusstsein muss man... Ich kann nicht reden. So viel Selbstbewusstsein muss man erstmal haben, um so ein schönes Kleid zu tragen. Ach, der hat sogar Tattoos. Eieiei. Oh, und du posierst hier für uns. Okay. Und das... Oh, das ist hübsch. Das ist so weihnachtlich. Ja, aber was geht mit ihren Brüsten ab? Was ist das? Ich drehe ein bisschen zur Seite und auf einmal... Was ist das denn? Was passiert? ja, interessant, interessant. Also ich glaube, da gibt es nur eine Möglichkeit für uns. Wir müssen das Bunny Girl spielen. Es gibt keine andere Option, als das Bunny Girl zu spielen. Wenn ein Spiel uns schon die Option gibt, Bunny Girls zu spielen. Also, da ist sie. Würdest du für uns posieren? Tust du nicht? Vielleicht später? Oh mein Gott, wir können es ja sogar ändern. Individuell. Ey, das Spiel ist super. Eine schwarze ist, glaube ich, trotzdem ganz gut bisher. Aber die finde ich besser, glaube ich. Oder? Ja, die finde ich besser. Ist vielleicht doch ein bisschen wärmer, denn so Gesicht kann man wohl noch nicht. Ich glaube, da stand doch, ist es noch nicht fertig? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh mein Gott, nein. Wir können Haare auswählen und die Haarfarbe dazu. Das Spiel ist ja jetzt schon besser als die meisten großen Spieletitel. Du kannst ein Bunny Girl sein und du kannst deine Haare anpassen. Und die sehen tatsächlich auch hübsch aus. Das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist, ich sehe hier keine blonden Haare.
Also keine schönen blonden Haare. Ich glaube, da wäre meine zweite Wahl rot oder blau tatsächlich. Aber ich glaube, wir nehmen rot. Das sieht, glaube ich, besser aus. So, Schuhe können wir auch nicht. So, jetzt nochmal gucken wir sie mal genau an hier. Da wackelt auch alles rum. Wenn wir ein bisschen hin und her... das wackelt ja ganz schön. Sag mal, was geht nach? Ein bisschen Gummi in den... Gummi reingesteckt worden. So sieht das aus. Tja, ich denke mal, mit diesem kleinen, mit dem Wackler hier, begeben wir uns rein in die Chaoswelt. Ach, eine Waffe können wir uns auch auswählen. Eine AKM, eine SCAR oder eine M4. Ich glaube, dann nehmen wir die M4. Mag ich immer am liebsten. Schalldämpfer. Und... ich weiß nicht, wie Holo oder Red Dot. Ganz ehrlich, ich glaube, früher fand ich den, hat meine Flasche gerade geknackt? Danke. Früher fand ich Red Dot eigentlich immer ganz toll, aber mittlerweile bin ich ein großer Fan von Holo geworden. Ich weiß auch nicht, PUBG hat das so ein bisschen, hat es ein bisschen verändert bei mir. So, Scavenger, das ist das Anfangslevel. Also für Anfänger, das ist ganz gut. Da können die Spieler sich ein bisschen an die Spielkontrollen gewöhnen und an das Schussgefühl. Ist es das gleiche wie bei PUBG? Ja, wir haben... na, fast. Perspektive können wir mit X wechseln. B ist unser Rucksack. Wir haben unsere Flashlight auf T. Interaktion auf E. Und unsere Schussart wechseln mit B. Das ist wenigstens das gleiche. Okay, hier gibt es sehr viele Zombies. Chapter 1, Highways. Ah, das ist noch die Einleitung. Ich dachte, wir stehen da jetzt schon. Bin nicht so gut gewesen. Wir sehen so lächerlich aus, ne? Mit diesem Bunny-Girl-Kostüm. Wir können... was war jetzt X mit der Kamera? X-Kamera funktioniert nicht. Ah, das ist X-Kamera. Ja, ja, dann immer so. Da kommt ja einer hergelaufen. Mit dem Schalldämpfer wär's gut. Wisst ihr, ich kann hier rumlaufen und meinen Spaß haben mit den Zombies erschießen und ihr könnt Spaß haben, euch den Bildschirm zu betrachten. Aber hey, ne, Leute? Immer Augen hoch, diese schönen Bunny-Ears angucken, ja? Weiter unten ist inakzeptabel. Hey. Kann ich bitte Einzelschuss haben? Das wäre ganz gut. Wie kann ich denn richtig ranzoomen? Geht das nicht? Sag mal, ich treffe hier nicht. Was ist denn das? Ist das denn das ganze Spiel hier gerade? Können wir uns hier umgucken? Oh, da ist noch mehr Munition. Ey, das Spiel ist aber echt cool. Also wenn es das in Open World geben würde. Also da, das hätte ja wie Day Before werden können. Nur besser. Das ist jetzt schon besser als Day Before. Ja, diese Enttäuschung mit Day Before. Wie sehr ich mich auf dieses Spiel gefreut habe. Hätte ich so gerne gespielt. Ah! Oh, ich kann auch schlagen. Jo, verprügel ihn. Oh, nevermind. Oh. Okay. Krabbel mal weg. Ja, Okay. Das lief ja wundervoll. Ich habe nicht erwartet, so schnell zu sterben. Wir restarten mal. Ja, das hat niemand gesehen. Ich glaube, ich nehme Einzelschuss doch raus und gehe einfach drauf zu. Oder ich mache wie vorher und schieße sie von weitem weg. Ich glaube, das war eine ganz gute Taktik am Anfang. Okay, Zombie stöhnt mir nicht in mein linkes Ohr. Okay, was wollte das denn gerade? Aber so ein Spielkonzept in Open World wäre cool. Ich weiß ja nicht, wie groß diese Map ist, aber da stand nur Highway. Und da das chapterweise ist und das Spiel nur 10 GB groß war, glaube ich nicht, dass das so riesig ist. Obwohl, na, 10 GB geht eigentlich. Meistens ist es die Grafik, die so viel braucht. Ich meine, Valheim ist ja auch recht groß. Obwohl man irgendwie... was war das? 1 GB oder so nur runterlädt, mir nicht? Okay, treffen muss ich auch. Wäre vielleicht ganz gut. Sag mal, jetzt stirbt doch endlich mal. Ist er da ein Riesenviech? Ist das ein Megaboss oder ist er einfach nur riesig? Das werden wir mal rausfinden. Gott, ich dachte gerade, da wird auch noch nicht los zu sprinten. Der ist nur darüber gesprungen. Wie so ein Wahnsinniger. Sag mal, jetzt stirbt doch. Sterben die nicht, wenn ich keinen Kopfschuss treffe? Wieso stirbt die denn nicht? Ja, Kopfschuss stirbt sie direkt. Der stirbt aber auch nicht direkt. Ah doch, ich habe ihn anscheinend nicht getroffen. Ach, also sterben die nur?
Nee, die können ja nicht nur mit Kopfschuss sterben. Das wäre bescheuert. Der hat so gar keine Reaktion. Der rennt nicht mal auf mich zu. Sag mal, beweg die doch nicht. Ich und Treppen, Mann. Okay, das ging doch. Das nehmen wir auch mal mit. Der gute Herbert darf auch sterben. Was mir fehlt, sind Emotes. So ein kleiner Bunny-Tanz oder so. Oh, das wird so eklig, ne? Wie in PUBG, dieser Hüftschwing-Tanz. Ich weiß gar nicht, woher der kommt. Aber der hat mich schon verstört immer. Sag mal. Kopftreffen ist nicht... Ein gutes Aim-Training, oder? Wozu braucht man Aim-Labs? Man nimmt einfach... Deathly Still, oder was war das? Deathly Stillness? Deathly, ey, reden. Jetzt komm, stirb doch! So, wir müssen alle Zombies töten. 10 fehlen uns anscheinend noch. Wo sollen denn noch 10 sein? Ich sehe nur 2. Der stirbt echt nicht, wenn wir in den Kopf, in die Brust schießen. Der stirbt ja nur so, was soll denn das? Aua, mein Gott! Raste doch nicht so aus! Ah, hier geht's weiter. Deswegen. Da gehen wir gleich hin. Ich werde mal hier gucken. Was ist denn das? Weil hier geht's ja allgemein weiter. Da hinten ist ja auch noch was. Da hinten ist Absperrung. Das sehe ich so schon. Was ist hier? Ich finde das schön. Die Haare bewegen sich auch. Also das Spiel. Besser als die meisten 40-Euro-Spiele mittlerweile. Also sehr gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Schade, dass es nicht, anscheinend doch nicht Open World ist, wie ich dachte. Geht's da hinten doch weiter? Wir haben tatsächlich eine Ausdaueranzeige. Habe ich gar nicht gesehen beim anderen Chapter. Unten rechts. Was genau ist das für ein komisches Zeichen da unten? Macht der Kung Fu, oder? Was soll das? Sollen wir hier rausgehen? Ach nein, hier ist eine unsichtbare Wand. Nein, Spiel, warum tust du mir das an? Unsichtbare Wände in Spielen sind so fies. Da hätte lieber ein Zaun hingekonnt oder so. Und nicht einfach ein freier Platz. Das ist immer uncool, wenn das da ist. Ich laufe, ich hüpfe. Wir sind ein Bunny, wir sollten öfters hüpfen. Sind wir jetzt Bunny-Chan geworden? Ach, ekelhaft. Oh, ich mag das immer nicht sagen. Sensei, Bunny-Chan. Oder Uwu oder so ein Scheiß, ey. Alter, nee, das tut richtig weh. Oh, hier sind noch mehr. Oh, jetzt bitte nicht alle auf mich zulaufen, ja? Ey. Sag mal, zieht das doch ein bisschen. Oh mein Gott! Ah, nein, 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 nein. Ich sterbe jetzt nicht, du bist mein letzter Zombie. Ich kann jetzt nicht sterben. Oh, ich dachte gerade, ich bin gestorben. Beim allerletzten Zombie. Hätte mich das aufgeregt. Wäre unsere Headshot-Qualität ein bisschen gelitten, aber sonst. Okay, so. Deutlich einfacher als Kapitel 4. Ich bin weiter auf Skillful, das geht ja mal ganz gut. Hier, Village. Mal sehen, ob es mit Resident Evil klarkommen kann. Und wir können es umziehen. Perfekt. Ach komm, diesmal, wir sind jetzt im Village, wir müssen uns ein bisschen passabler anziehen. Wir sind jetzt das gute Schulmädchen, oder? Eigentlich finde ich die ganz hübsch. Tatsächlich wieder die, die finde ich ganz hübsch. Ach, je nach Kostüm kann man anpassen. Ey, bei der wackelt das wirklich viel zu viel. Das wackelt ja nur, wenn ich stehen, stehen bleibe. Die sind echt alle ziemlich hübsch, ne? Oh, das Weiße hat aber auch echt was. Ja, wir nehmen das Weiße. Sonst können wir nichts anpassen? Nö. Diesmal nehmen wir mal die Ska. Wir müssen ja alles hier ausprobieren, ne? Können wir uns auch die Sounds mal anhören? Und da das egal ist mit ranzoomen, können wir auch das Red Dot nehmen. Ist ja komplett egal anscheinend. Ist nur Deko. So, Scrouncher. Dieses Level ist noch nicht fertig, aber ist das wichtig? Oh. Okay, da stand irgendwas mit every once. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Den Last of Us angekommen, oh mein Gott. Also man sieht teilweise Inspirationen, glaube ich zumindest, wo die Inspirationen herkommen. Aber ist echt cool, ist echt nice. Und der Charakter ist richtig schön. Wenn ich so echt aussehen könnte, wäre ich schon glücklich. Ah, Stoppzeichen. Jo Leute, das Spiel ist also jetzt vorbei. Das war's mit dem Let's Play. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Okay, nein, wir gehen weiter. Stoppschild, du hast uns nichts zu sagen. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott.
Ja, hier müssen wir eindeutig aufpassen. Und das Schalldämpfer ist wahrscheinlich noch lauter, also dann kommen die eher noch zu uns. Was heißt wahrscheinlich noch lauter? Ist auf jeden Fall lauter. Das sieht aber echt cool aus. Stell dich mal vor, so hätte Days Before werden können. Day Before. Ich meine, guckt euch das an. Stell dir mal vor, ihr habt einen Charakter, so wie die hier. Also jetzt vielleicht ein bisschen realistischer und nicht Wackel des Todes. Aber stell dich mal vor, diesen Charakter und so eine Welt. Diese Welt als Open-World-Map mit mehreren Spielern. Wie cool das einfach gewesen wäre. Ich wünsche mir auch seit Jahren so ein Spiel, genau so eins. Und es gibt es einfach nicht. Es gibt halt DayZ. Ich habe mir auch vor kurzem halt DayZ gekauft, aber es ist halt nicht das, was man sich vorstellt. So wie das hier. Es soll halt so ein Multiplayer-Spiel wie... Im Stil von Last of Us wäre richtig geil. So mit eigener Charaktererstellung aber. Und halt mit online, dass du verschiedene Gruppen bilden kannst und gegen verschiedene Gruppen ankämpfen kannst. Und die halt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch so ein Moralsystem, wie die Leute sich dann sehen, wie das angezeigt wird. Einfach irgendwie so in der Art, so einfach richtig Survival. Wie man sich wirklich die Survival... Oh mein Gott! Hä? Kuh? Okay. Wir können ihn wegdrücken. Wie man sich halt eine Survival-Welt vorstellen würde. Aber vielleicht mit ein bisschen langsameren Zombies. Mann. Also das ist seit langem wirklich mal wieder ein Spiel, was mich positiv überrascht. Dass es ein Gratis-Spiel ist. Und ich habe es eigentlich nur genommen, weil ich dachte, das wäre voll das Trollspiel. Weißt du, ich gehe so online und rede mit ein paar Leuten und troll sie ein bisschen. Nö. Das ist absolut nicht der Fall. Ich kann gar nicht sagen, das ist richtig schön. Also das ist wirklich mega gut. Auch wie das hier drin aussieht. Ich will davon ein ganzes Spiel haben. Entwickler! Ihr hört mich bestimmt nicht, aber hallo? Ich will ein ganzes Spiel davon haben. In Open World mit mehr Spielern. Bitte. Das fühlt sich auch so schön leicht an. Das fühlt sich nicht an, als ob dein Charakter schwer ist. Ich bewege mich richtig leicht. Oh Gott, da ist ein Fetti. Na komm, Fetti. Da ist er tot, der Fetti. Huch. Hallo? Oh, letzter Schuss. Gerade noch so, Gott sei Dank. Wir gehen mal hier rein. Ah! Oh mein Gott. Okay. Ich komme nicht rein. Irgendwas rennt doch gerade, oder? Jetzt rennt was. Boah, dieses Rennen von dem ist echt gruselig, muss ich sagen. Ist der Baum gerade meinen Schuss abgefedert? Hast du das gesehen? Ich glaube, der Baum hat gerade meinen Schuss abgeblockt. Oh mein Gott, hallo. Ich finde den Charakter auch gerade so schön, ne? Ein bisschen zu proportional, aber ansonsten echt schön. Ach man, ich will dieses Spiel in Open World haben. Ich habe jetzt schon richtig Lust, das zu spielen. Was soll das? Und das gibt nur Chapterweise. Ich habe gerade richtig Bock da drauf. Was ist denn das? Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt beim Spiel. Also, außer bei Resident Evil aktuell. Da habe ich auch richtig Bock drauf, aber... Hallo? Nicht mich anfassen, danke. Ah! Oh, wo kommst du her? Wir haben aus dem Nichts angerannt. Oder das Spiel, aber mit Left 4 Dead kombiniert irgendwie. Also nicht mit den Schnellrennen, die sollten ein bisschen langsamer sein. Aber, wie zum Beispiel die Witch oder der Tank, wenn der dabei wären. So Sachen wie Smoker und so auch, aber nicht die Schnellen. Also Jockey würde ich, glaube ich, nicht da sehen wollen oder Charger. Aber, die anderen, das wäre richtig cool umgesetzt. Stellt euch mal vor, ihr habt so ein richtiges Horror-Survival-Spiel. Ja, Open World. Ihr müsst die ganze Zeit aufpassen, dass ihr keine Spieler findet, die euch umbringen wollen. Ihr müsst versuchen zu überleben, Essen sammeln und all das. Mit euren Freunden am besten noch. Aber dann müsst ihr gleichzeitig auch darauf hören, ob einmal hört ihr... Ups, nee. Aber dann hört ihr auf einmal aus der Ecke irgendwie so ein... Komm, wisst ihr? Also ich habe versucht, den Smoker gerade nachzumachen. Ich kann das nicht. Dann hört ihr auf einmal so einen Smoker und müsst bei dem auch noch aufpassen. Oder auf einmal werdet ihr weggezogen. Boah, das wäre so cool. Ah, da unten steht ja sogar Deathly Stillness, Beta-Version. Oh, ich hoffe, da kommt nochmal ein ganzes Spiel von raus. Das werde ich mir auf jeden Fall auf meine Beobachtungsliste packen. Das wäre so der Traum einfach. Oh mein Gott, ich habe alle alarmiert damit. Oh, ich habe alle alarmiert damit. Ich habe alle alarmiert damit. Oh mein Gott, ich wollte die Treppe hochgehen. Nein, weg, fass mir nicht an. Nein, weg, fass mir nicht an. Oh mein Gott.
Oh, ich bin so tot. Ich sehe das schon. Der Fette hat sie aufgehalten. Oh Gott sei Dank. Ich habe das überlebt. Wie? Die ganze Straße ist mir hinterhergelaufen. Ach, er blockiert sie. Ey, du bist unser Bodyguard. Vielen Dank. Danke, Sir. Vielen Dank für eure Dienstleistung. Wie viel muss ich bezahlen? Oh! Ich hab nicht damit geredet, dass sie auf einmal loslaufen. Oh nein, wie gemein. Selbst beim Tod wackeln die Brüste noch. Was ist denn das? Wir fangen aber von vorne an. Können wir lesen, was da stand? Ah, da steht auch, dass die Zombies ab und zu mal über die ganze Map hinweg uns angucken werden. Und da müssen wir mal aufpassen, weil die können uns dann sehen. Das ist richtig cool gemacht. In solchen Momenten muss ich sagen, ich wäre gerne Spielentwickler. Ich würde das absolut nicht können, aber ich wäre es gerne. Und ich hätte gerne das Talent dazu, weil dann würde ich endlich mal daran arbeiten, an solchen Spielen, die man auch haben möchte. Und nicht so einen Mist, den wir teilweise bekommen. Aber man muss sagen, 2023 war echt ein gutes Jahr für Spiele. Ich meine, wir haben Hogwarts Legacy bekommen, Baldur's Gate, das war auch ziemlich gut. Das Resident Evil Remake, das war richtig nice. Also wir haben ziemlich viele gute Sachen bekommen. Ich hoffe, 2024 liefert auch. Ich hätte doch den Schalldämpfer mitnehmen sollen. Ich wollte diesmal die... Weißt du, bei diesem Level dachte ich mir, hey, wir hören uns mal die Waffensounds an. Grauenvolle Entscheidung. Das ist dieser... Und weißt du, der Bodyguard von eben war aber auch schlecht, ja? Ich glaube, ich nehme meine Zahlung zurück. Hält sie auf der Treppe auf für uns und was passiert? Nö. Plötzlich rennt er los. Vielleicht habe ich ein bisschen zu sehr getriggert. Ich roch zu gut nach Fleisch und deswegen dachte er sich, oh, ah, ich kann nicht mehr. Wisst ihr, genau wie wenn man vom Ofen steht und dann seine Pizza da sieht, wie sie so geil aufbackt, aber man muss immer noch 10 Minuten warten und es sabbert sich schon der Speichel im Mund, wisst ihr, fängt schon an zu sabbern, weil der Gedanke daran, diese Pizza gleich zu verzehren. Oder so ein geiles Stück Torte, das ihr noch nicht essen dürft, weil es bis zum nächsten Morgen warten muss. Also bis zum nächsten Tag warten muss. Richtig fies einfach. Sag mal, ich treff nicht. So. Haben wir Post oder so? Hallo? Post? Was für uns dabei? Hallo, Sir. Die haben meine Post geklaut, glaube ich. Immer diese Nachbarn, die Post klauen. Wow, warum ist das für eine Party? Wir haben eine kleine Party gefeiert da drin. Und apropos Post, wenn wir gerade davon reden. Also ab und zu, heutzutage ist die Postboten ein bisschen fragwürdig, oder? Ich verstehe, deren Job ist sehr schwer. Und es tut mir auch immer leid. Und ich hoffe, das wird alles nochmal geändert. Ich hoffe auch, dass die Bedingungen besser werden und dass die... wie heißt das? Dass es mehr Arbeiter und so geben wird. Dass die weniger Arbeitslast haben. Das wäre ganz cool. Ich habe gerade gesehen, wo wir raufziehen. Zählt ab und zu gar nicht richtig. Wenn ich hier zähle, schießt sie hier rauf. Müssen wir es merken. Wo war ich jetzt? Achso, aber trotzdem, ab und zu ist es ein bisschen seltsam. Ich habe zum Beispiel oft gehabt, dass die Postboten überhaupt nicht mehr bei mir klingeln. Und die Pakete einfach direkt wieder mitnehmen oder bei irgendwem anders ablegen, der gar nicht bei mir ist. Einmal wollte der Postbote sogar bei uns ein Paket abliefern für irgendeinen Nachbarn von 3 Häusern weiter. Den kannten wir nicht, weil ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen. Und letztens erst, ich kam vom Einkaufen nach Hause, bin nach oben gegangen mit dem Einkauf und sehe auf der Treppe liegt ein Paket. Aber das Paket war für meinen Nachbarn, der ganz oben wohnt. Das heißt, der Nachbar hat auch gar keine Benachrichtigung bekommen. Ich bin dann danach hochgegangen und habe ihm das gebracht, weil es halt lag da mitten im Treppenhaus rum. Und ich dachte mir, hä? Also erstens... wenn jetzt das Argument kommt, sie wollten die Treppen nicht gehen, weil das ist ein hohes Haus. Wir haben einen Fahrstuhl, ja? Der Fahrstuhl fährt von ganz oben bis fast ganz, von ganz unten bis fast ganz oben. Also du könntest wirklich bis fast vor deine Tür fahren. Und es wurde einfach mitten bei uns, in unserem Stockwerk, was auch keinen Sinn macht, wir sind nicht ganz unten, wurde da einfach hingelegt. Und der Nachbar hat keine Benachrichtigung bekommen. Bei mir wurde nicht geklopft, beim anderen Nachbarn gegenüber von mir wurde nicht geklopft und gefragt, ob wir es annehmen könnten, weil ich nehme gerne Pakete für Nachbarn an, weil man will ja auch, dass sie das für einen machen. Es wurde einfach mitten dahin geworfen. Das ist schrecklich.
Oder wir werden... Oh. Ich finde es halt schlimm. Ich verstehe, dass der Job schwer ist, aber das kann man doch nicht an den Leuten rauslassen, die bestellen. Und ich bestelle wirklich sehr wenig. Ich bestelle wirklich sehr wenig. Ich bestelle nur mal, wenn was kaputt geht. Wie zum Beispiel, wenn mein Headset kaputt geht und ich brauche ein neues. Und wir haben nun mal einen Fahrstuhl bei uns im Haus. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es unten liegen bleiben würde, aber das ist nun mal schlecht bei so einem Haus, wo mehrere Familien drin wohnen und wo das Treppenhaus öfters mal offen ist. Also das, finde ich, geht nicht wirklich. Und da kriegt man meistens auch keinen Brief. Ich weiß, einmal mussten wir auch jeden Nachbarn fragen, weil wir hatten ein Paket. Und wir mussten jeden Nachbarn fragen, wo dieses Paket ist, ob einer das Paket hat, weil wir haben nicht mal einen Zettel bekommen, wir haben keine E-Mail bekommen, wir haben gar nichts bekommen. Wenn wir wenigstens eine Nachricht bekommen würden, würde ich es verstehen, weißt du? Weil jeder hat mal so einen Tag, wo sich denkt, nee, ich habe jetzt keinen Bock, das irgendwo abzuliefern. Aber dann hinterlass mir doch wenigstens einen Zettel, dann hole ich mir das ab. Oder wenigstens zur Packstation oder so oder sonst irgendwas. Und ich bin ja vor allem immer da. Wenn ich weiß, es kommt ein Paket, dann bin ich immer da. Immer. Oder sorgt dafür, dass irgendjemand da ist. Meistens bin ich dann auch nicht im Zimmer, weil mit Headset und so hört man ja die Klingel nicht so gut. Also... Meistens mache ich dann auch den Tag über nichts. Ich bin einfach dann nur im Wohnzimmer und warte. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren, das geht so nicht. Und warte darauf, dass es halt kommt. Also es ist nicht so, als ob ich es einfach ignorieren würde oder so. Ich bin immer beim ersten Klingel, bin ich sofort da. Ah, das hat mich auf jeden Fall letztens geärgert. Weil nicht mal mein Paket, aber stellt euch mal vor, euer Paket wird einfach irgendwo hingeworfen und ihr werdet es niemals finden, weil es nicht gesagt wird. Dann muss man sich damit rumprügeln am Ende, dass man das Geld wieder bekommt oder dann doch ein Ersatzpaket bekommt und bla. Oh nein, voll daneben. Kommst du nicht her? Hä, hast du mich vergessen? Ich gehe um die Ecke und du hast mich sofort vergessen? Jetzt fühle ich mich aber beleidigt. So vergesslich bin ich jetzt auch nicht, oder? Bin ich so vergesslich? Was soll das? Frechheit, ganz ehrlich. Die Munition, das ist gut. Vielleicht habt ihr auch. Ich habe sehr viel über Postboten gerade geredet und Pakete. Wie langweilig eigentlich. Vielleicht habt ihr auch Paketgeschichten, die ihr vielleicht teilen wollt. Ist halt ärgerlich, wenn sowas passiert. Wir brauchen nur noch 13 Zombies. Dann haben wir es schon. Oh, ich bin immer noch so erstaunt, wie gut dieses Spiel ist. Sind die alle da hinten? Oh mein Gott, das ist eine Riesenparty. Ich würde die gerne, soweit es geht, ohne dass mich jemand merkt. Wenn die mal treffen würde, was ist das? Gott sei Dank, danke. Ich würde gerne, soweit es geht, die meisten töten. Ohne dass sie es merken oder ohne dass ich gleich von der Horde angegriffen werde. Der Typ da hinten, den juckt es so absolut gar nicht. Oh, der ist tot. Hat es gar nicht gejuckt, dass ich ihn angeschossen habe. Der denkt so, oh, was beißt mich denn da? Eine Fliege oder so. Hoffentlich hat das niemand gehört. Nee, scheint nicht so. Der ist ja gar nicht... Nee, das ist ein anderer, ne? Ich hatte ja eben rote Zeichen. Das hieß, der war... Der ist gestorben. Oh, wir haben keine Munition mehr. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, da drin ist Munition. Die müssen wir uns schnell holen. Bitte lass uns hier niemanden an... Ich hoffe, hier ist niemand, der uns angreift. Ich würde gerne mal sneaken mehr, aber das Sneaken ist verdammt langsam und ich kann auch nicht schneller sneaken. Das ist mir zu anstrengend. Ich bin echt ungeduldig in Spielen. Also was Sneaken und so angeht, absolut nicht. Ich mag deswegen auch keine Schleichspiele. Also ich mag sie schon, aber ich bin schlechter drin, weil ich immer irgendwann auf einmal losrenne. Wie so ein Wahnsinniger. Ich sehe es mal irgendwie nicht ein. Oh, das ist das Haus, ne? Ich glaube, das ist über uns. Ach, der kommt da nicht weiter. Das Geländer war im Weg. Da konnten wir nicht durchschießen, wie ärgerlich. Immerhin ist sie nicht ausgerastet. Dann war das Geländer. Mein Gott, was soll denn das? Uns fehlen noch 4, dann haben wir das Chapter auch endlich. Dann fehlt danach nur noch... Was war denn eigentlich dann noch für ein Chapter?
Wir haben ja Highway, wir haben das hier, wir haben die Backrooms da gemacht. Was gibt's denn dann noch, was wir machen müssen? Dass unsere Dame auch keine Geräusche macht. Kommt bestimmt auch alles noch dazu. Ich hoffe, das Spiel wird wirklich weiter voll ausgebaut. Das ist echt sehr vielversprechend. Ich kann es nur empfehlen, auf jeden Fall auch nachzuspielen. Ich bin so beeindruckt davon. Ich gehe lieber hinten raus. Ich will nicht von vorne auf einmal attackiert werden. Ich gehe dahin, wo wir eben waren. Da war eine ganz gute Position. Wir nehmen noch die letzten vier. Die kriegen wir locker hin. Wir haben noch das meiste unseres Lebens. Einer davon ist ein Fatty. Oh, jetzt werden die sogar angezeigt. Wie cool. Na komm. Perfekt. Noch zwei. Die zwei kriegen wir locker hin, da können wir hinrennen. Aber hier wird die Post abgeholt. Aber meine durfte ich nicht mitnehmen, ja? Was soll denn das? Gemeinheit. Diskriminierung. Diskriminierung, weil ich... Weiß ich nicht. Hallo? Diskriminierung gegenüber von Leuten, die Waffen besitzen. Das ist einfach absolute Frechheit hier. Oh, Zombie. Du bist mein letztes Opfer. Komm her. Nee, wir haben es geschafft. Nice. Ja, 35% Headshot. Ich meine, das muss sich niemand angucken, ne? Wir gehen immer mal ins Main-Menü. Hat niemand von euch gesehen. Ahem, ahem. So, Start. Nochmal Skillful. Also, wir haben jetzt noch zwei. Wir haben Chinese Alley. Das war das, wo wir am Anfang waren, ne? Und da sind wir direkt zur anderen Map gekommen. Und den Dark Mode Mist. Ah, Strecken. Wichtig. Nicht vergessen, Leute. Immer ab und zu mal strecken. Naja, dann wird's mal Zeit. Ab zur chinesischen Ellie. Außerdem bin ich ganz froh, dass ich recht hatte mit den Zeichen, dass es wirklich chinesisch war. Und wir können uns passend anziehen. Und zwar mit diesem wunderschönen Kleid. Ich finde das immer noch so schön. Auch das Gesicht von ihr ist so schön. Das war ein richtiger hübscher Charakter. Also die ist wirklich richtig hübsch. Alle Charaktere sind davon wunderschön. Aber was schlägt das nochmal? So, diesmal nehmen wir den Suppressor wieder mit. Ich mag die AKM eigentlich nicht, aber vielleicht ist die in diesem Spiel ganz gut. Watchmen, dieses Level ist auch nicht fertiggestellt. Aber es gibt Zombies mit supernatürlichen Kräften, die man nicht angreifen kann, die man nicht erschießen kann. Okay. Interessant zu wissen. Chinese Alley. So. Da wird direkt auf uns zugelaufen. Das fängt ja schon mal toll an. Ey! 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 Ist das einer von den... Nee. Jetzt kann ich immer als Ausrede nehmen. Es ist einer von den Zombies, die man nicht umbringen kann. Also von den Supernatürlichen. Schade. Meine Ausrede hat keine Kraft. Das ist einfach nur, weil ich nicht aimen kann. Ach ja, können wir nicht einfach ein Fahrrad nehmen und die Zombies umfallen oder so, umfahren oder so? Dann fahren wir so... Stell dir mal vor, so eine Apokalypse fährt jemand auf euch zu mit einem Fahrrad und fährt einfach über euren kleinen Zeh und dann habt ihr so richtig tolle Schmerzen. Und so werdet ihr besiegt. Das ist eure Todesart. Das ist einfach die Frage. Na, wie bist du in den Himmel gekommen? Oh, ich wurde von einem Fahrrad überfahren. Das wäre genauso dumm wie der Tod bei Good Place. Einfach mit dem Einkaufswagen voll in den Truck rein. Schon deprimierend, wenn sowas passiert. So. Ein Fahrrad, alles Reifen. Oh ja, also ich meine, so Einradfahren geht doch auch. Seid ihr mal Einrad gefahren? Also ich bin mal Einrad gefahren. Bei uns in der Schule hat das damals angeboten als so eine kleine Aktivität. War ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich es noch könnte. Ich habe tatsächlich noch ein Einrad bei mir in der Kammer. Ich besitze immer noch einen. Aber ob ich damit noch umgehen könnte, ist eine Frage für sich. Das ist schon sehr lange her, wo ich das letzte Mal benutzt habe. Irgendwann ging der Reifen davon kaputt und dann habe ich den Reifen irgendwie nie repariert und seitdem... Habe ich es nie benutzt. War dann einfach so, ja. Ist dann einfach in der Kammer versauert. Ist immer noch in der Kammer und am Versauern. Ich wollte es mal verkaufen, aber das konnte ich schon irgendwie nicht über mein Herz bringen. So. Ah! Ey! Assassinenangriff hier, was soll denn das? Hör mich so anzugreifen! Oh oh.
Du bist aber schneller als der andere. Mit deinem. Also, der andere Blob-Typ wieder, der war langsamer dann der Map, oder? Irre ich mich? War ich nur zu nah dran? Sag mal! Das ist bestimmt einer von den supernatürlichen Zombies, die ihn nicht umbringen kann. Hundertprozentig ist das einer von denen. Ich habe gar nichts gesagt. Irgendwas klingt da ganz schön nah bei uns. Du klingst so nah bei uns. Ach so, wir haben gar nicht das Ziel, alle umzubringen. Ich muss gar nicht alle umbringen. Unser Ziel ist, wir müssen rausfinden, wo die Zombies sind. Das ist da hinten. Ach, also müssen wir gar nicht. Sonst wäre ich jetzt überall rumgelaufen hier. Dann machen wir das mal. Es gibt also pro Map verschiedene Quests. Schade, dass das so ein Chapter-bezogenes Spiel werden wird, wenn es rauskommt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Weil Open World wäre echt geil. Wer auch immer das gemacht hat, hat das Potenzial dazu. Wo kommt ihr aber mal her? Ich finde es gut, dass wenn man die anschießt, die wenigstens langsamer werden. Ich glaube, sonst wären wir schon dreimal tot. So, mal die Munition wieder mit. Und wir werden hier überhäuft mit Munition. Das würde sich bestimmt auch ändern bei Nightmare, denke ich mal. Obwohl, Nightmare weiß ich gar nicht, ob die Munition sich ändert, sondern... Oh! Hallo? Gibt's einen Boss? Sag nicht, es gibt... Oh mein Gott, okay. Hä? Was ist das denn? Die Animation in Chinesisch. Wie soll ich denn wissen, was ich machen soll? Was bist du? Der macht Bunny hüpfen. Was geht denn bei ihm ab? Oh nein, die Zombies sind noch da. Ja, Bunny hüpfen zu machen. Oh, nein, ich habe keine Zeit dafür. Aua, Schmerz. Moment. Ah, nein. Nein, ich bin gestorben. Jo, was war denn das für ein Viech? Der Bunny hüpft uns hinterher. Was ist denn mit ihm? Okay. Bei ihm brauchen wir den Skin. Bei ihm brauchen wir diesen Bunny-Skin, den wir eben ausgerüstet hatten. Den sollte er tragen, nicht wir. Was steht da? Wenn du... Was? Den Tipp da unten? Da stand eiskalt. Wenn wir von Zombies umzingelt sind, dann sollen wir unser Keyboard loslassen und unsere Maus dann einfach ganz laut Fuck schreien. Oh mein Gott, wer hat dieses Spiel entwickelt? Der hat Humor, das ist ja super. Okay, wir müssen schon wieder rausfinden, wo die Zombies sind. Ich glaube, diesmal bringen wir einfach alle um. Dann haben wir das Problem gleich nicht mit dem, wenn wir in irgendeine Ecke laufen. Und da was machen müssen, dass ein Zombie angreift. Da ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher für uns. Dürfen wir nicht vergessen, ne? Wir sind ja auf der schwierigen Stufe. Das kann nur schlecht enden. Hallöchen, Mr. Zombie. Das ist kein Mr. Hallo, Ma'am Zombie. Mrs. Zombie? Oder Miss? Bist du verheiratet oder nicht? Das muss ich jetzt ja nicht wissen. Ach, wisst ihr was? Wir machen es doch nicht. Ich bin schon so nah an dem Ding dran. Never mind. Kennen wir bestimmt einen Weg bei meinem guten Aim. Ich bin mir doch ziemlich unsicher, ob wir das können mit meinem Aim. So, Munition. Ey, Zombies! Ich hab was für euch. Eine Kugel mit eurem Namen. Ich glaube, ich muss echt ein bisschen nach rechts ziehen. Dann geht das besser mit dem Schießen, ne? Ja, tatsächlich. Wenn ich ein bisschen nach rechts gehe mit der Maus, statt direkt drauf zu halten, trifft man besser. Aber das gefällt mir aber nicht, wenn das so ist. Greif mich nicht an, immerhin. Na komm, stirb. Perfekt, danke. Ich habe meine Meinung doch wieder geändert. Ich werde die einmal loswerden, weil das sind mir dann doch wieder so viele. Wenn ich das schnell machen muss, endet das wirklich nicht gut. Ich glaube, dann kommt der Bunny-Hüpfer wieder hinterher, ja, und dann macht er uns komplett fertig. Habe ich jetzt überall so viel Munition? Brauche ich die denn? Ich habe jetzt 130. Na, 132. Okay, hier ist frei. Ich weiß nicht, wo überall diese... Habe mich erschrocken. Das sah nicht aus, als ob der da liegt. Das sah aus, als ob da was hockt, oder? Guck dir das an. Das sieht aus, als ob da irgend so ein Viech hockt.
Oder so der Arm, weißt du, so King Kong-mäßig. Wie diese Resident Evil bei Village, die Viecher. So sah das aus. Du Ekelhafter. Das kannst du mir nicht antun, Mann. Ich spiele momentan viel zu viele Spiele, die mir Herzinfarkte verursachen. Erstmal Resident Evil. Dann Amnesia vorher. Jetzt dieses Spiel hier. Das sieht immer noch so aus. Nee, das will ich gar nicht. Geh weg. Das sieht doch nicht so gruselig aus. Wer hat dir das erlaubt? Die Lizenz dafür musst du dir erstmal kaufen. So, guten Tag, Zombies. Ich glaube, ab und zu ist es echt besser, nicht zu aimen. Das geht ein bisschen einfacher. Huch! Okay, nevermind, ich nehm's zurück. Aua, Mann. Was soll denn das? Ich war am Nachladen. Ich weiß, ich habe einen schlechten Zeitpunkt gewählt, um nachzuladen, aber ich war am Nachladen. So, einmal ganz kurz gucken, ob hier was ist. Nee, also bin ich mir sicher, da müssen wir bestimmt hinlaufen. Da ist so ein komischer Kasten. Wir mussten ja eben... Ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben. Haben wir so einen Zettel da rausgeholt? So kastenmäßig Zettel? So zum Verbrennen? Bestimmt so ein... Wie heißen die Dinger? Das, was er auf der Stirn hat. So ein Teil. Das sieht ja widerlich aus. Sieht aus wie ein Mix aus Zombie und aus Vampir. Sieht so dumm aus, ne? Dieses Hüpfen von ihm sieht so witzig aus. Wir machen jetzt mal den hinteren. Ja, ich glaube, da oben steht irgendwas von wegen... Ich kann zwar kein Chinesisch lesen, aber da steht eine 3. Also wir müssen wahrscheinlich 3 von diesen Talismanen holen, um ihn zu verscheuchen oder ihn zu schwächen. Und wenn er schwach ist, können wir ihn dann anschießen? Nehme ich mal an. Ich muss auf der Ausdauer aufpassen. Das war knapp. Du fässt mich hier ganz bestimmt nicht an, ja? Hopp du mal weiter rum. Wie sieht es nicht schon wieder aus, ob es da hocken würde? Mann, hör auf da zu hocken. Es ist gruselig. Ey, der Typ sieht so richtig aus. Ich würde ihn mir gerne weiter angucken, aber ich kann nicht. Wieso können wir uns ihn nicht weiter angucken? Das ist so witzig. Sieht so dumm aus. Also ein bisschen Humor, das Spiel auch, ne? Dieser Tipp von eben. Dann dieses Viech hier. Ich glaube, ich habe langsam ein Problem, weil im Ausdauermäßig ist schlecht. Und so oft, wie ich mich umgedreht habe, hat er ein bisschen Zeit gehabt, um einen zu holen. Oh, das war ein bisschen näher, als ich dachte. Geräuschmäßig kann ich das nicht so einschätzen. So, bist du jetzt... Ja, du bist jetzt... The Chinese Zombies, ernsthaft? Hätte man sich nicht einen Namen ausdenken können, besseren... Nein, nicht hocken! Nicht, nee, komm schon. Das kannst du mir jetzt eh antun. Mann, ich bin fast tot. Oh, ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Wie soll ich das machen? Ich bin fast tot. Ich glaube, wir müssen ausweichen. So ist das gut. Hä, wo bist du? Komm, schieß. Ja, ausweichen ist gut. Wir müssen ein bisschen Platz schaffen und ausweichen. Dann kriegen wir es hin. Ja, komm, spring mich an. Nein, nicht dahin. Nein, du solltest mich vorher anschieben. Nein! Jetzt bin ich wieder gestorben. Verdammt. Oh Gott, wie sie leidet. Nein. Ja, fail. Dankeschön. Das weiß ich auch. Ich glaube, jetzt rastet der Ganze aus. Selbst der Regen und der Sturm kommt jetzt wieder. Wie wär's mit der nächsten Map? Ja, die nächste Map klingt doch ganz gut. So, wieder ein Charakter wählen. Wir müssen mal wieder jemand anders nehmen, richtig? Oh, ich habe vergessen, wir hätten ja eben auch Kleidung wechseln können, ne? Oh, das blaue Kleid hätte ich viel lieber gehabt. Das ist schön. Hör auf, so zu posieren. Ich will dich gerne in größer betrachten. Dankeschön. Mein Gott. Was nehmen wir dieses Mal? Wir haben jetzt noch das Schulmädchen und die May zur Auswahl. Also, wir haben ja Dark Mist, die neue Map. Also, wir können jetzt entweder noch die May nehmen oder das Schulmädchen. Und ganz ehrlich, was könnte besser sein als das Schulmädchen? Nein, natürlich nicht. Als die May da rumlaufen zu haben. Das ist natürlich durchaus besser. Ach, wir können ja sogar hier ein bisschen... ändern. Aber ich weiß nicht, was das unten ändert. Die Strümpfe, ne? Ja, unten ändert die Strümpfe. Ich glaube, wir laufen einfach so rum, wie sie sein sollen. Mit den Strümpfen und alles. Ja. Wir nehmen mal wieder die M4. Jetzt ist das ja auch relativ egal, was wir nehmen. Also, Chapter 5. The Mist. Survivor. Wir haben nicht so viele Supplies. Also müssen wir aufpassen. Und es gibt wieder supernatürliche Kreaturen. Das werden die... das wird... das größte Problem sein auf unserer kleinen Reise hier. Ich frage mich, was da jetzt kommt. Wir hatten eben diesen komischen Vampir-Chinesen-Zombie, was da stand.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das hören würde im Radio, bei einer Apokalypse oder sonst wo, würde ich da nicht hingehen, weil das klang nicht sehr einladend. Der Typ klang gruselig. Der klang, als ob irgendjemand von Umbrella mit dir reden würde. Irgendwas Horrormäßiges. Oh, wir reden. Ja, wir müssen gucken. Wir haben sogar eine Minimap diesmal. Sowas meinte ich. So eine Open-World-Map mäßig. Das sollte das sein. Achso, wir haben die Koordinaten sogar. Oh. Wo geht's hoch? Hier geht's hoch. Wir sind zu 66. Wo geht gleichzeitig das andere auch hoch? Hier hin. Perfekt. Nee, sowas meinte ich. So ein Open-World-Spiel. In dem Stil. Das ist doch mega. Oh, ich brauche das in meinem Leben. Warum gibt es das noch nicht? Ich brauche das. Ich will das jetzt am liebsten spielen, eine ganze Vollversion davon. Ich hoffe, ihr kommt gleich nicht aus dem Rauch raus, aus dem Rauch, aus dem Nebel raus. Oh mein Gott. Oh! Oh mein Gott, wo kommt der her, der andere? Wo kommen die alle her? Okay, ich glaube, wir müssen vorsichtiger sein. Wir machen mal Licht aus. Ich weiß nicht, ob das die anlockt oder so. Laufen wir noch richtig? Ja, wir laufen noch richtig. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, Nebel ist richtig fies. Oh, aber so ein Spiel. Mann! Ich hätte gehofft, dass The Walking Dead Destiny so wird. Habe ich übrigens eben vergessen, als ich gesagt habe, 2023 war ein tolles Spiel ein tolles Jahr für Spiele. Da kam King Kong raus, Destinies und verdammtes Day Before. Das waren drei Fehlschläge. Aber die anderen waren wenigstens gut. Okay, ich glaube, Wasser ist jetzt nicht so das. Wir sind im Wasser, ne? Ja, ich dachte, wir laufen gerade auf dem Wasser wie Jesus. Solange wir noch richtig auf dem Weg sind, ist alles gut. Solange hier kein super mega T-Rex-Monster kommt. Okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir den Ton nicht so leise gestellt. Ich habe ohne Geräusche welche verloren. Wir machen das. Alles kein Problem für uns. Alles kein Problem. Wir sind fast da. Wir haben schon die Hälfte geschafft. Ich frage mich, ob das jetzt Survivor Camp. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird entweder überrannt sein oder das wird eine Falle sein. Der Typ klang nicht sehr einladend. Und da stand einen Monat später an. Einen Monat kann sich viel verändern. Oder können wir doch einfach hier bleiben? Wir bauen uns hier ein kleines Haus, weißt du? Wir nehmen ein bisschen Holz, hacken das ab, bauen hier so ein kleines Holz oder. Ne, so ein kleines Holz. So ein kleines Haus, ein bisschen Dreck, wie in Minecraft, nehmen wir das auch, stapeln ein bisschen. Und dann gehen wir schön baden jeden Morgen. Das ist super. Ey, da steht Supply Point. Ich will nicht sterben, ich will das nicht von vorne machen. Ich hoffe, beim Supply Point gibt es Heilung. Bisher haben wir noch nichts von Heilung in Spielen gesehen. In dem Spiel hier gesehen. Da sind Zombies. Ich habe sie das erste Mal entdeckt. Ist da auch irgendwas? Ich höre doch noch was. Ah, das ist unser Charakter, der auch atmet. Das ist gar nichts. Das ist ein Busch, glaube ich, den ich gerade angeschossen habe. Oh, man kann nicht durch die Äste schießen. Das ist hier, als ob man auf dem Brett schießen würde. Oder hat er uns gesehen, verdammt. Gut, dass wir die vorher gesehen hatten. Ich glaube, wenn die uns entdecken und alle auf uns zukommen, sind wir eindeutig tot. Was liegt hier auf dem Boden? Bitte lass das Heilung sein. Ach, Mann, wieso? Wo kommen die denn beiden jetzt her? Oh, wir müssen nochmal von vorne machen. Okay, dann halt nochmal von vorne, ist okay. Verdammt nochmal. Ah, hier unten steht als Tipp, wir sollen hören, oben raus, durch das Level zu kommen. Mein Gott. Wir können ja direkt in die Richtung gehen. Hier lang. Naja, ich weiß ja nicht, ob sie weit ist. Das denke ich immer noch nicht. Ey, dieses Spiel macht mich fertig. Das bringt richtig Spaß. Ich bin überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass das so viel Spaß bringen würde. Ich dachte halt echt, das ist einfach so ein
Trash-Spiel, was man, wo man dann online geht und einfach sich mit den Leuten unterhält, die sich genau den gleichen Mist antun wie man selbst. Aber nö. Richtig gut. Leider offline. Leider. Ich hätte jetzt hier gerne ein paar Leute. Aber sonst echt nice. Ist echt geil. Warte mal, waren wir nicht schon bei 20? Laufe ich falsch gerade? Verdammt, ich glaube, ich bin gerade falsch gelaufen. Ich glaube, wir waren schon bei 20. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht mich anfassen. Ich brauche mein Leben für schlimme Situationen. Dankeschön. Aber dieser Tipp, mit dem ich soll hören, wo es herkommt, das hilft ja auch meistens nur, wenn ich schon angegriffen werde. Also ab und zu höre ich mal so ein Atmen aus der Ecke. Aber dann sehen die mich meistens ja auch schon. Und da kann ich wieder nichts mehr tun. Das müsste die richtige Richtung sein hier. Wir waren eben so nah dran. Das ist so tragisch. Komm, diese blöden Zombies aus den Ecken. Aber so ist es nun mal. Aber das finde ich auch gut an dem Spiel. Meistens sind die Spiele immer sehr... Also die vergeben sehr viel, was man tut. Dieses Spiel, stehst auf und dich sieht ein Zombie, aber man kommt fünf an und wenn du dreimal geschlagen wirst, dann ist es vorbei, dann bist du tot. Ja, genau das meine ich gerade. Ich habe mit euch geredet, ich habe nicht aufgepasst und ich bin fast gestorben. Ich meine, ich wurde nicht getroffen, aber hätte ich jetzt gerade nicht die Zombies getroffen, dann wäre ich, glaube ich, am Arsch gewesen. Wir laufen immer noch richtig, ne? Ja, wir laufen immer noch richtig. Das ist so seltsam, ne? Die Maid im Wald. Das ist so dumm eigentlich. Na komm, wir müssen es zum Survivor-Punkt schaffen. Wir treffen wieder unsere lang verlorenen Eltern. Oder unser lang verlorenen Sohn. Hiro, warum? Warum hast du uns verlassen? Wo bist du? Ich habe schon eine Weile kein Zombie mehr gesehen. Bisschen Angst. Vielleicht einer kommt. Ach, wird schon nicht. Ey, wir laufen runter. Oh Gott, ich bin wieder falsch gelaufen. Das ist aber auch eine gewagte Entscheidung, ne? Durch den Wald zu laufen. Oh mein Gott. Oh, es fängt schon wieder an. Also das Einzige, was das Spiel einem sehr viel vergibt, ist das Aimen. Das Aim ist sehr einfach gehalten. Bin ich sehr dankbar. Ich glaube, sonst wären wir schon dreimal tot. Ich meine, wir spielen ja auf einer schwierigeren Stufe. Das, ja, ich glaube, sonst hätten wir gar keine Map hinbekommen. Diese Backrooms haben wir nicht hinbekommen, weil ich dumm war. Das hätten wir sonst hundertprozentig auch hinbekommen. Das war einfach nur Dummheit. Und der Typ von eben, diese Asiaten-Zombie da. Ich meine, da stand ja chinesischer Zombie. Die haben sich ihm nicht mal einen Namen gegeben. Ja, der mit seinem Bunny-Hop hat mir ein bisschen Angst gemacht. Da wollte ich nicht nochmal. Und das ist ja auch nur antesten. Ich dachte, wir machen ab und zu mal solche Spiele. Ich weiß nicht, wie euch das gefällt. Mir gefällt das ganz gut, immer mal zu testen. So ein paar Spiele, die sind ein paar Demos oder allgemein irgendwelche Billigspiele. Ich dachte auch, eine ganze Serie zu machen. Und zwar, ich teste die ganzen kostenlosen Spiele auf Steam. Und zwar alle davon. Alle, die es gibt. Vielleicht würde euch das ja gefallen. Ach komm, nein, 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 bitte nicht. Ich will jetzt nicht sterben. Ich muss nachladen, das ist gar nicht gut. Nein, ich will jetzt nicht sterben. Mein Gott, lass mich doch nachladen. Oh, das war knapp. Meine Güte. Ich will jetzt endlich zu diesem verdammten Bereich kommen. Das ist Supply Point. Müssen wir aufpassen. Hier sind hundertprozentig wieder welche. Ein bisschen näher gehen, bevor ich sneake. Ich sehe aber noch... Ich sehe noch nicht. Ah, da. Da sieht man sie. Oh, dass ich durch die Äste nicht durchschießen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe ihn gerade getroffen. Oh, habe ich mich erschrocken? Wann gibt es denn die Blitze? Oh, ich habe keine Muni mehr. Okay, ich bin sowas von tot. Ich habe keine Muni mehr und ich habe kein Leben mehr. Und jetzt sind sie alle wieder um mich herum. Nein, lass mich.
Ich brauche Money, ich muss zum Supply-Punkt. Tut mir leid. Lass mich, ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich habe schon wieder keine Money. Ah, nein. Wenn wir keine Ausdauer mehr haben, sind wir tot. Gib mir Money. Gib mir noch mehr Money. Wie habe ich das überlebt? Wie? Ich war gerade mental schon dabei, dass ich gleich das Spiel wiederholen muss. Wie habe ich das überlebt? Gott sei Dank ist das neben dem Supply-Punkt passiert. Wie? Oh mein Gott, wir sind Profi. Also, da war alles natürlich geplant, ne? Ich meine, oh mein Gott, ein Apfel. Oh, was? Ich kann auch ein First Person gehen mit Tab. Yo, das ist ja cool. Ich weiß nicht, dass das geht. Kann ich bitte... Ich habe doch einen Apfel. Und eine Note bekommen. Backpack, ne? Oh, wir können ja doch den Rucksack öffnen. Das habe ich in anderen Maps nicht gemacht. Verdammt. Ich habe vergessen, dass es WP war. Na komm, Schmerzmittel. Gott sei Dank, wir haben für ein alles Leben. Und eine Bandage auch noch. Bin ich froh, dass wir hingekommen sind hierhin. So, hier ist auch nichts mehr, ne? Nee, ich dachte gerade, ich habe es gesehen. Das war nichts. Ah, wo kommt ihr denn alle her? Ach, hier kommt also auch einfach nichts. Oh, ich hab keine Muni. Nein, das war alles so gut und ich habe keine Muni. Nein. Oh mein Gott. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Wieso? Wieso kommt ihr aus dem Nichts? Das kann nicht wahr sein. Hey, immerhin haben wir 100% Headshots. Das kann nicht wahr sein. Mann, ich glaube, ich stell für das Level die Schwierigkeit ein bisschen runter. Ich würde das ja gerne fertig bekommen. Ich will sehen, was da ist bei diesem Supply-Punkt. Das würde ich... Ja, ich will sehen, was bei dem Supply-Punkt ist. Wie nervig! Wo kommen die denn alle her? Es gibt also hordenweise kommen die. Aber ich meine, wir haben keine Waffe. Ich hätte gerne eine Pfanne oder sowas. Ich meine, wir sind gerade eine Mate, aber eine Pfanne ganz praktisch. Jetzt sind wir... Ah, oh, ne, es geht runter. So. Das muss hier hochgehen mit, ne? Wie, wo müssen wir denn lang? Hier müssen wir lang. Okay, jetzt können wir auch ein bisschen schneller laufen. Immerhin eine Stufe weniger, das heißt, wir sterben nicht so leicht. Wir müssen auf unsere Munition aufpassen. Vielleicht hätten wir doch den Einzelschussmodus auswählen. Dann haben wir nicht so das Problem, dass wir zu viel verschwenden auf einmal. Also Zombies, habt ihr mich gehört? Ihr könnt ruhig herkommen. Ist eigentlich voll episch gerade, oder? Wir sind die Action-Maid, die durch den Wald läuft. Wir sind Maid Summer. Und zwar der neue Marvel-Held. Das wäre aber witzig, wenn Marvel-Held so aussehen würde. Ja, das ist die Marvel-Heldin. Und sie läuft durch die Gegend und besiegt Menschen, indem sie Bacon auf sie wirft. Oh mein Gott, indem sie Bacon auf sie wirft. Oder sie mit Pfannen schlägt. Und wenn du ganz, ganz böse warst, ja, dann kriegst du Schuhputzmittel in deinen Mund. Dann wird das da reingestopft und du musst es schlucken. Diese Vorstellung. Die Action-Maid. So, ich hoffe, wir sind bald wieder bei dem Supply-Ding. Bisher kein Problem. Außerdem habe ich gerade wieder meinen Schuss-Dingsy gewechselt, ja, meinen Modus. Hat niemand von euch gesehen? Wir ignorieren mal, dass ich vorher gesagt habe, dass wir lieber den Einzelmodus nehmen, damit wir keine Munition verschwenden. Hat gerade nicht so gut funktioniert. Das sieht echt episch aus, wie so ein epischer Trailer. Wir sind gerade auf dem Weg, unsere Familie zu retten. Das könnte so ein Anime-Plot sein, oder? Wir waren Angestellte bei einer sehr netten Familie. Und plötzlich wurde der, weiß ich nicht, der reiche Sohn oder der reiche Vater. Der reiche Vater, wir machen das. Der Hausherr, ja, der wurde plötzlich entführt. Niemand kann ihn mehr finden. Und die Maid hat sich zur Aufgabe gemacht, ihn zu retten, weil sie schon seit Jahren ihn sehr in ihr Herz geschlossen hatte. Anstrengend zu reden, wenn man hier angegriffen wird. Sie hat ihn schon seit Jahren in ihr Herz geschlossen. Sie war schon immer verliebt in ihn. In den guten James, ja. Das war ein englischer Gentleman. In den war sie schon seit Jahren verliebt und er wurde entführt.
Also hat sie sich zur Aufgabe gemacht, ihn zu finden. Eines Tages rennt sie durch den Wald. Der Sturm zieht vorbei. Und sie findet ihn kurz vorm Sterben. Er wird fast ertränkt von den Kidnappern, weil sie das Geld nicht ausgezahlt bekommen haben und sie keine Verwendung mehr für ihn hatten. Also rettet sie ihn. Und er versteht endlich, dass er sie auch schon seit Jahren geliebt hat. Sie war die Einzige, die sich immer um seine Kinder und um ihn gekümmert hat, nachdem seine Frau verstorben ist. Also ich würde mir das angucken. Das wäre doch ein guter Plot, oder? Ganz ehrlich, ich würde das auch als Plot sehen. Ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass sowas existieren könnte als Plot für ein Anime. Ach, hier ist auch ein Supply-Punkt. Wir können hier nochmal hingehen. Es ist so eine große Map. Ich würde die ganze Zeit First Person gehen. Ich meine, ich bin generell ein Bevorzuger von Third Person. Ich weiß, dass die meisten eher andersrum. Aber in dem Spiel ist das ganz praktisch. Da hilft das auch ein bisschen. Nur leider müssen wir uns die Mate angucken dabei. Ja, wir müssen uns ja vorstellen, wie wir gerade unseren Lover retten gehen. Die guten James. So. Am besten ist sie auch nur angestellt worden, weil sie die Schulden ihrer Familie begleichen wollten. Und sie wurde deswegen von ihrer Familie an diesen Mann verkauft. Und sie hatte furchtbare Angst, dass er ein grauenvoller Gebieter wird von ihr. Aber im Endeffekt war er dann doch so lieb und sehr charmant und hat sich um alle um ihn herum gekümmert. Er ist auch regelmäßig in das Dorf gegangen, hat in dem Dorf sich um die Waisenkinder gekümmert, hat die Alten gefüttert, sie gepflegt, war generell ein sehr lieber Mann, war nur einsam und deswegen kannte ihn kaum jemand. Deswegen gab es so viele schlechte Gerüchte, im Ausland jedenfalls. Dabei hat er das ganze Dorf, in dem er gelebt hat, geliebt. Aber niemand außerhalb von diesem Dorf wusste, wie nett er eigentlich ist. Weil alle angenommen hatten, er wäre nichts weiter als ein kalter Milliardär, der seine Frau selbst umgebracht hat, weil er keine Lust mehr auf sie hatte. Aber sie ist leider an der Geburt gestorben von ihrem ersten Sohn. Und seitdem war er alleine. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit diese Geschichte mir ausmale, aber ist ja witzig. Mein Gott, hast du mich erschrocken. Also ich würde mir das angucken, wenn es davon eine Show geben würde. Man hört die ja kaum. Die laufen immer noch richtig, ne? Ja. Höhenmäßig sind wir fast da. Moment. So, jetzt sind wir perfekt. Jetzt müssen wir nur noch da lang weiterlaufen. Aber jetzt gehen wir wieder runter ein bisschen. Ist nicht schlimm, das können wir anpassen. Hauptsache, wir gehen da weiter. Wir brauchen nicht mehr viel, wir sind fast da. Ich weiß nicht, warum ich mir so schwer mache und durch Wasser laufe. Und da ist auch noch ein Supply-Punkt, aber da müssen wir nicht hingehen. Wir haben ja... Wir haben fast 300 Schuss, so. Und wir haben noch einen Apfel und ich glaube, wir haben Bandagen. Obwohl, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben nur einen Apfel. Wir sind fast da. 43? 66 kommt noch. Wir sind fast da. Mate, halte durch. Dein Geliebter wartet. Aber mir macht es ein bisschen Sorge, dass bei dem Titel stand, dass es auch ein paar Special Infected gibt, ja? Das heißt, die können eigentlich nur bei dem Camp sein, weil wir sie bisher noch nicht getroffen haben. Also wo sollten sie sonst sein? Die müssen bei dem Camp sein. Und es gibt auch so viele Supply-Punkte. Ich glaube, die sind nicht für die Reise. Also werden wir das wahrscheinlich gleich brauchen. Was mir tatsächlich sehr große Sorgen bereitet. Denn was könnte uns da erwarten, dass wir so viele Supplies brauchen? Und wir haben jetzt auch nicht alle mitgenommen. Ja. Ah, da ist es. Wir sehen es auf der Karte. Was bist du? Das soll das Survivor Camp sein, was so sicher ist? Oh, es ist offen. Nee, das ist nicht sicher. Das ist absolut nicht sicher. Das ist nicht mal eingezäunt oder irgendwas. Ja, die sind gestorben. Wer auch immer hier mal sicher war, die gibt es nicht mehr. Die sind nicht mehr sicher. Und wir sind es auch nicht, wenn wir da reingehen. Aber weil unsere Neugierde geweckt ist, werden wir in dieses Haus reingehen, auch wenn wir da ganz schön viele hören. Ich bin auch dankbar für wen auch immer, der die ganze Munition hier liegen lassen hat.
Das ist die erste Tür, die nicht einfach so aufging. Das finde ich hübsch. Hübsch, das finde ich sehr nett, weil das dann durch die Wand töten. Da gibt's dir gut, Kumpel. Wackelst du ein bisschen rum? Ja, das war vielleicht nicht ganz so beabsichtigt. Hä? Oha! Er steckt einfach mit dem Kopf in der Wand. Also ihr kennt ja die Aussage, die man immer wieder tätigt. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, Leute. Und wenn ihr mit dem Kopf durch die Wand geht, dann ist das, was euch passiert. Also, ihr solltet lieber darauf hören, was die Allgemeinheit sagt, wenn ihr das nicht tun solltet. Mach mal die Tür zu. Was ich mit der Tür sagen wollte, ich finde es ganz schön, dass man die öffnen konnte und nicht einfach, wenn man gegenläuft, dass sie aufgeht. Weil, was zur Hölle? Ist das ein Model? Oh, das ist ein wunderschönes Model. Das ist Kim Kardashian, Mann. Der Hintern? Oh, die muss ein bisschen größer sein, sonst passt das. Nee, ich fand das nur, es war sehr immersive, ja. Dass wir die von uns aus aufmachen müssen. Ist sie denn irgendwo noch ein Survivor? Es können doch nicht alle tot sein. Das ist ein hübsches Haus. Das hätte ich gerne in echt. Vielleicht eine andere Farbe? Vielleicht ein bisschen weiß oder blau? Ich glaube, hier ist besser, wenn wir First Person gehen, wenn wir sonst nichts sehen. Hier jemand? Aha! Hier ist einer. Was ist das denn? Ich habe irgendwas Komisches aufgehoben. Das müssen wir gleich angucken. Was bist du? Oh mein Gott. Ich kann durch ihn durchlaufen. Ich bin er! Ich bin Zombie-Jesus! Aber er bewegt sich doch noch. Ist das Wegner? Oder ist das Zombie-Jesus? Ist ja ekelhaft. Ich glaube, es ist Wegner. Der hatte keinen Bock mehr auf die Kinder. Die haben ihn nach einer Weile doch ein bisschen genervt. Und hier ist er jetzt gerade in seiner Welt drin. Nur haben die Tentakel gefehlt. Die waren noch nicht animiert. Oder Tentakel oder was auch immer für Verbindungspunkte die waren. Ist ja schon wieder so einer. Die posieren hier alle, Mann. Wollten die hier Playboy drehen oder was ist los? Die neuen Playboy-Bilder werden im Survivor-Camp von Deathly Silent gemacht. Was ist mit ihm? Ist nicht einer von den normalen Zombies? Können wir ihn runterschubsen? Nö, können wir nicht. Ist hier auch jemand? Nö, hier ist niemand. Wir haben ja schon ein paar Posen jetzt, ne? Ich meine, ein bisschen für Vogue oder so posieren. Vogue war doch eine Zeitschrift, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, das war eine Zeitschrift. Boah, das ist ja voll eine riesen Badewanne. Ey, ich kann nicht da rein. Gemeinheit. Und ich sehe mich selbst nicht im Spiegel. Nur blendendes Licht, weil ich so eine blendende Schönheit bin gerade. Ich meine, guckt euch diese Dame hier an. Die blendende Schönheit. Wir gehen lieber. Wir gehen raus. Hier ist nichts mehr zu tun. Draußen war noch Munition. Ich nehme die lieber mit, weil ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Und ich weiß auch nicht, warum die... Okay, was auch immer ich da jetzt aufgehoben habe. Ich weiß auch nicht... Warum die da so komisch liegen, so verbrannt und alles. Warum stirbst du nicht? Dankeschön. So, wir waren in dem Haus waren wir schon, ne? Wir waren in dem anderen Haus hier nicht. Da ist noch ein. Da sind allgemein noch ein paar Häuser. Was ist denn das für ein Camp? Und wieso hat sie bisher nichts gesagt? Sie hat ja nicht gesagt, oh nein, das war doch nicht... Es war doch nicht wahr mit dem Radio, mit der Durchsage. Ey, der Kühlschrank ist auch massiv. Was ist denn das? Wer wohnt denn hier? Achso, ich wollte gucken, was ich aufgehoben hatte eben. Aber wir haben Chips? Boah, nice. Ich weiß, wir brauchen keine Heilung, aber hallo, Chips essen? Gerade Chips, wer kann da Nein sagen? Auch wenn die im Haus mit verrotteten Leichen lagen, das ist komplett egal. Das schmeckt trotzdem genauso gut. Macht noch ein bisschen extra Würze, wisst ihr? So ein bisschen geräuchert. Ich meine, der eine Zombie sah verbrannt aus. Räuchergeschmack ist doch immer cool. Ey, hier sind noch Blumen. Die haben sich gehalten.
Was genau mache ich denn hier? Ich bin hier nur am Looten. Aber es gibt so viel Loot, ohne dass ich das gerade brauche. Ich habe ein bisschen. Was war das? Ich habe ein bisschen Angst. Oh, Schokolade. Wir finden hier voll die geilen Sachen, Mann. Schokolade, Chips. Bester Loot. Oh, nochmal Chips. Wir haben gleich gar keinen Platz mehr. Und Pizza, aber die ist leer, ne? Ja, was ist das für eine Pizza? Da ist nicht mal ein Fettfleck drauf. Die war bestimmt ekelhaft. War bestimmt so eine richtig trockene, widerliche Domino-Pizza. Einfach nicht so geil. Hier ist noch so einer. Das ist doch ein Zeichen. Treffen wir gleich diese komischen? Ja, hier ist auch so einer. Das sind die ganzen Survivor, oder nicht? Die ganzen. Ich dachte, da draußen steht jemand. Nee. Das sind die ganzen, die hier gelebt haben. Aber warum sind die alle tot? Was ist denn mit denen passiert? Oh, da sind Sachen. Die sind ja irgendwie gestorben, aber. Das sieht nicht normal aus, weil wenn sie gebissen worden wären, dann wären sie auch einer von den Zombies. Das klang aber nicht gesund. Das klingt aber nicht wie ein normaler Zombie. Was ist das denn? Ach, das bist du! Warum hast du dich gerade so komisch denn gehört? Sonst hörst du dich auch nicht so schlimm an. Gruselig. Finden wir denn bald mal, was hier passiert ist? Ein Brief oder irgendwas? Vielleicht eine kleine Cutscene? Ein Monster, von denen geredet wurde? Irgendwas? Oh mein Gott. Kannst du nicht so nah an mir dran sein, bitte? Gruselig. Der hat kein Gefühl von Nähe, der Typ. Lag dich gleich an wegen Belästigung. Was soll denn das? So, wir haben hier wieder. Okay, ich muss erstmal ganz kurz. Jetzt? Okay. Wir haben hier wieder Vecna. Der posiert für für den nächsten Playboy-Teil. Für die Playgirl oder so. Gibt's Playboy in weiblich? Also für weibliche Audience? Weiß ich nicht. Audience? Audience. Englisch. Also auf jeden Fall, da posiert Vecna für uns. Ist er nicht sexy, Leute? Der ist auch richtig sexy gerade. Boah, ich würde den Katalog sofort kaufen. Wenn solche Bilder drin wären, auf jeden Fall. So ein paar Items sind ein bisschen verbuggt. Das ist aber kein Problem. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich muss sagen, das stört mich auch in den teuren Spielen nicht. Wenn es mal was verbuggt ist, passiert halt nun mal. Kann man auch nichts machen. Also kann man was machen, aber muss jetzt nicht so unbedingt. Ist in Ordnung. So, wir haben jetzt fast 500 Schuss. Wozu brauchen wir so viel? Warum kriegen wir so viel Munition? Das muss ein ganz schlechtes Zeichen sein, dass wir so viel bekommen. Irgendwas kommt bestimmt gleich noch. Vielleicht kommt nicht mehr Vecna, sondern gleich kommt dieses fette Viech aus der Mall. Und dann ist vorbei. Dann kann ich da nichts mehr ausrichten. Dann erwartet mich nur noch der Tod und nichts weiter. Wir haben noch ein Haus, soweit ich das sehe. Wir haben nur noch das da drüben. Aber unsere Mission ist ja immer noch da, dass ich ins Survivor Camp gehen soll. Ich verstehe nur nicht, wieso. Ist das Haus das, was alles aufklären wird? Ist da ein Survivor drin? Nein, hier sind auch nur Zombies. Also entweder ich habe was übersehen. Oder das ist hier nicht richtig. Aber hier sitzt auch schon wieder so einer. Und wir kriegen das einfach nicht abgehakt, das mit denen. Sind die auf der Treppe alle? Alter, hast du mich erschrocken. Die sind echt viel zu schnell, die Zombies. Ne, wir haben das auch immer noch nicht abgehakt mit dem. Alles gut da oben? Ich glaube, du solltest einen Arzt aufsuchen. Ich meine, jetzt musst du es nicht mehr, aber ich glaube, du hättest vorhin suchen sollen. Für Halsprobleme. Das klang sehr nach Halskrebs. Ich verstehe es nicht. Wasser haben wir auch. Aber wir sind komplett voll. Wir haben so viel aufgesammelt. Wir haben über 600 Munition. Aber wir haben nichts mehr zu machen hier. Es gibt hier einfach nichts mehr zu tun. Ist das verbuggt irgendwie?
Hätte hier was sein müssen? Was hier nicht ist? Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir am Anfang, oder? Ja, ich höre keine Zombie heulen. Ah, nee, doch nicht. Ah, hier ist niemand, es gibt keine Elektrizität. Das ist das Haus, was wir finden mussten. Ja, wir müssen die Box finden. Die ist auch schon wieder weg, ne? Diesmal ist er für das Emo-Magazin am Covern. Bisschen traurig unterwegs. Jetzt verstehe ich auch. Wir waren die ganze Zeit nicht beim richtigen Haus. Okay, Gott sei Dank haben wir das letzte noch gefunden hier. Oh, was ist das? Das ist unter dem... Nee, das ist unten draußen. Die... Mein Gott, sah das gerade gruselig aus. Guck dich das an. Stell dir mal vor, hier kommt jemand zu Besuch und das ist da. Oh, ich müsste mir so eine Puppe kaufen. Die stelle ich mir einfach ins Zimmer, Postzimmer, und jedes Mal, wenn jemand mich besuchen möchte, dann kriegt er erstmal den Schreck des Jahrhunderts. Ich muss sagen, das wäre witzig. Wo ist diese Box? Da ist sie doch. Geht nicht? Moment, habe ich die Tür gemacht? Hm? Ist sie doch drin? Soll ich diese Strombox finden? War das nicht das? Ist sie doch hier oben irgendwo? Das ist sie ja nicht. Wo ist diese Box? Oder ist die Box nicht bei dem Haus? Weil eigentlich würde es Sinn ergeben, wenn sie bei dem Haus wäre. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die stattdessen einfach bei den anderen Häusern ist. Huch! Mama, was ist denn mit dir los? Ich glaube, sein Toilettenkang war so gut, es hat sich so gut angefühlt, dass der Typ ist einfach weggetreten, Mann. Der ist einfach in Ohnmacht gefallen, weil es so gut war. Was ist denn mit dir? Alles gut? Hast du da was hinterlassen? Ist sogar komplett sauber. Ich glaube, der ist gestorben an Taco-Essen. Der war aber Mexikaner. Da kam nichts mehr raus danach und dann jo, war vorbei. Da hat der Mann das nicht mehr ertragen. Sogar mit offener Tür hier, ja? Da ist nicht mal mehr eine Tür drin. Voller Kraft hat er die Tür aufgerissen, weil er so viel Schmerz hatte und sich ablenken wollte und es hat nicht funktioniert. Verdammte mexikanische Gerichte und die sind immer so lecker. Aber so nachtragend, wenn man sie isst. Ach, hier waren wir auch noch nicht drin. Vielleicht ist die Box denn ja hier. Hier ist auch schon wieder so ein hässlicher auf der Couch. Ey, das ist der gleiche wie auf der Toilette. Wahrscheinlich auch ein bisschen entspannt. Ich meine, die essen anscheinend nur Müll hier. Ab und zu liegt man Apfel, aber ansonsten liegt da immer nur Pizzakartons. Mehr liegt dann da nicht. Warum brauche ich so viel Schuss? Muss ich das überhaupt alles mitnehmen? Chips. Danke. Wir müssen diese Box finden. Das ist das Einzige, was zählt. Der Rest ist komplett egal. Hier oben wird nichts sein. Ach, wir haben... ich bin blöd. Wir haben Koordinaten für die Box. Und ich suche hier wie so eine Doofe. Ah, okay, wir müssen wieder nach unten. Geht's hier nach unten? Nein, hier geht's hoch. Da geht's nach unten. Verdammt, wir haben Koordinaten für die Box und ich laufe hier rum und suche, anstatt mal an die Seite zu gucken. Aber nein, das wäre zu einfach. Es wäre zu einfach, an die Seite zu gucken. Stattdessen laufe ich einfach rum. Das passt auch. Wir sind in der Nähe. Wir sind gleich da, rein theoretisch. Ist die hier bei dem Haus? Die sollte hier irgendwo sein. Ja, wir sind jetzt knapp da, wo wir hin sollen. Irgendwo ist die hier. Ah, hier. Perfekt. Was passiert jetzt, wenn wir das machen? Okay, die Sicherung ist abgebrannt. Im Auto? Okay. Oh mein Gott, okay, so viele Autos. Alles klar, dann holen wir jetzt die Fuse aus den Autos. Hier gibt es tatsächlich sehr viel mehr zu tun, als ich dachte. Ich dachte, wir gehen nur zum Camp und dann ist vorbei. Aber das ist nicht der Fall. Ich bin überrascht. Ich dachte, das wäre aber wie bei den anderen Maps, dass das nur so ein kurzes, knappes Ding ist. Ich meine, ich finde es gut.
Ich mag das Spiel. Hab mal mehr zu tun mit. Und wir haben einen komischen Typen auf der Toilette belästigt. Das ist aber nichts Neues mehr. Das haben wir schon irgendwie zwei, dreimal gemacht. Wir haben auch schon mal an Toiletten gerochen und das war widerlich in Monkey Island. Das kann ich nur empfehlen, das auch mal anzugucken, falls ihr das noch nicht kennt. War sehr witzig, das Spiel. Und ich war natürlich auch super witzig, ne? Also. Okay, tut mir leid. Das Spiel war hauptsächlich witzig. Der gute Guybrush. Ich muss nochmal die anderen Teile davon spielen. Ich muss auch The Walking Dead noch weiterspielen, wenn ich hier gerade schon Zombies vor meiner Nase habe. Das wird auch mal wieder Zeit. Ist ja schon ein Weilchen her jetzt, wo wir den letzten gespielt hatten. So, die letzte Fuse. Jetzt muss doch irgendwas passieren langsam mal, oder? So viel Munition, wie wir bekommen haben, kommt doch bestimmt gleich eine Riesenhorde oder irgendwas. Irgendwas kommt doch noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach hier ist. Das war gar nicht die Box, ne? Nee. Es war da vorne das Haus. Wir waren beim falschen Haus. Das ist aber nicht so toll. So, das war hier die Box an der Ecke. Jetzt reparier mal. Ach, wir machen das. Okay. Wir müssen es machen. Sollen wir ziehen? Mit F. Auch mit F. Und da oben noch die drei. Oh. Entschuldigung. Doch nicht da oben die drei? Ach doch, ich habe es noch nicht richtig platziert. So, jetzt müssten wir doch endlich Strom haben. Jetzt kommen bestimmt die ganzen Viecher hierher, oder? Oh, wir haben eine Katze. Oh ja, das war klar. Natürlich. Jetzt kommen alle, die nicht hier waren, hierher. Deswegen haben wir auch so viel Munition bekommen. Ich frage mich auch, warum dein Alarm ist. Das ist ein Survivor-Camp. Warum? Weißt du, das ist so ein Survivor-Camp. Die sagen extra, ja, kommt doch alle hierher. Hier seid ihr sicher. Hier ist alles super. Und stattdessen kommen wir hierher. Alle sind tot. Wir müssen den Strom anschalten. Und wenn wir den Strom anschalten, dann ist Alarmanlage an. Warum überhaupt? Man sollte die Alarmanlagen abschalten. In Zombie-Fällen. Oh mein Gott, sind das viele. Oh, no, 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 no. Oh, ist das laut. Das tut richtig weh. Weil das ist auch so billiger Feueralarm. Ist das gar nicht? Ich da nicht durchschießen kann. Richtiger billiger Feueralarm. Mehr ist das einfach nicht. Ich passe es nicht. Und da sind noch mehr. Ich sehe es doch. Der eine sah aus wie ein Clown, oder? Ah nee, das war nur diese Hosenträger. Oh, Hosenträger finde ich super. Oh, hinter mir! Oh mein Gott. Ah, raus aus dem Zoom, mein Gott. Der einzige Nachteil hier an First Person ist gerade, ich kann nichts sehen, wenn irgendwas zu nah hinter mir ist. Das ist gar nicht gut. Also, das finde ich viel angenehmer, muss ich sagen, so zu spielen. Komm, hier ist, glaube ich, keiner mehr, oder? Gut, dass wir zuerst alle Häuser durchsucht haben. Da haben wir wenigstens. Gott, bitte aus, es ist echt laut. Da haben wir alle Zombies beseitigt, die in den Häusern werden. Was war das? War das ein Hund? Das klang wie ein sehr gefährlicher Hund. Das klang überhaupt nicht gut. Was war das? Und warum ist deine Reaktion, dass wir rausfinden sollen, was das ist, Mädchen? Ist das der Kidnapper von James? Können wir ihn endlich umbringen? Kann er denn endlich unseres sein? Was ist das denn? Das sieht ja ekelhaft aus. Was bist du denn? Geh weg! Wo? Wo? Wo war diese? Ja, was ist das und wo? Ah, da bist du. Was? Was ist das? Oh Gott, ich muss unbedingt. So, dann kann ich sehen, wo das ist. Oh, du bist unsichtbar! Du ekelhaftes Viech! Du bist unsichtbar! Was bist du denn für eins? Du Widerling! Wo bist du? Zeig dich! Sei kein Feigling! Na komm, sei kein Feigling! Genau, dein Umriss gesehen. Du kannst mich mal. Ganz genau gesehen.
Oh mein Gott, aua, 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 aua. Ha? Ich will mein... Ich will... Ist Schokolade, Mann. Schokolade, Power, Energie. Wie Popeye, der schöne Spinat. Wir machen sie fertig. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber wir machen sie fertig. Ich sehe das gar nicht an, dass so komische Dame hier mich fertig macht. Wo bist du? Zeig dich. Oh, ist das gruselig, ne, mit dem Unsichtbaren? Viel zu nah, viel zu nah. Ich bin froh, dass wir das auf normal spielen und nicht mehr auf der schweren Stufe. Ich glaube, sonst wären wir schon längst tot. Wir müssen sich alles nochmal machen, glaube ich. Es gibt ja keine Safe-Punkte. Ich habe dich ganz genau gehört, du kannst mich mal. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. War das nicht gerade? Wir sind doch gerade irgendwas gelaufen. Das sah so unsichtbar, wie so ein unsichtbarer Mantel aus. Das ist Harry Potter, Mann. Harry Potter, nachdem er sich weiterentwickelt hat. Der hat den Mantel wieder dabei. Ach, Harry, mach das doch nicht. Das muss doch nicht sein. Geh wieder zurück zu Hagrid. Hagrid, mein Gott. Und schick uns lieber Snape. Den mag ich sowieso lieber. Lass mich. Wo bist du? Irgendwo hier. Zu nah, zu nah, zu nah, zu nah. Geh weg von mir. Oh, das schreit danach. Wir müssen Chips essen. Energie. Energie. Das ist genau wie Skyrim, wenn man auch einmal anfängt, einen Kohlkopf zu fressen, weil man Leben braucht. Das ist so dumm, dass es schon wieder witzig ist. Wie lange brauche ich denn, um sie umzubringen? Wo bist du denn? Da. Was ist denn das für ein Bosskampf? Ich habe nicht mal ihre Leiste, ob sie nah beim Tod ist oder nicht. Oh, wir haben sie. Mann, ist die hässlich, die Alte. Boah, die hat ja nicht mal mehr einen Kiefer. Der ekelhaft. Boah, es geht sogar noch weiter. Sag mal, was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Da stand doch, dass es noch nicht fertig ist, oder? Oder ist das Einzige, was fertig war? Das ist voll das lange Spiel. Ich bin überrascht. Müssen wir nach Survivern gucken? Oh, da können wir nicht rüberspringen. Also nach Hinweisen, wo die sein könnten. Gut, dass wir hier die Koordinaten bekommen. Ansonsten hätte ich jetzt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Achso, wir müssen in das Haus wahrscheinlich. Und ich laufe hier weg. Wie lächerlich. Hä? Müssen ein bisschen weiter runter, aber bei 68. So 56 haben wir gleich. So, und dann müssten wir darüber. Ach, ich muss durch das Loch gehen. Verdammt nochmal! Ich hatte gehofft, dass da noch ein Loch kommt. Da kam einfach keins mehr. So, jetzt müssen wir hier hoch. Ich will die andere Seite vom Zaun. Mach's halt noch komplizierter, Mann. So, wir sind gleich. Aber wir gehen wieder runter von der Höhe, das ist nicht gut. Wir sind jetzt bei 58. Wir sind ein bisschen hoch. Also in dem Haus hier, oder wie? Ich glaube. Ich meine, wir sind hier. Das ist das Haus. Entweder hier unten oder oben. Ich kann mir vorstellen, dass es oben ist. Genau, über uns sind... Ist hier irgendwas? Ja, da. Da ist eine Lupe. Dir, wie auch immer. Some kind of supernatural creature appeared here. Also wir mussten über die Nacht gehen, weil irgendeine komische Art von supernatürlichem Monster, was wir ja gerade getötet haben, hier aufgetaucht ist. Wenn du wiederkommst, nachdem für Supplies zu gucken. Achso, haben wir schon gelebt oder was? Nee, haben wir gar nicht. Sonst wüssten wir, in welches Haus wir gehen müssten. Also falls du wiedergekommen bist, nachdem du fertig bist mit deiner Suche nach neuen Supplies, dann
hoffe ich, dass du diesen Brief siehst und dann direkt gehst. Wir warten bei dir, wir warten auf deine Wieder auf deinen Wiederkehren in unserem neuen Camp. Alles klar, wir gehen dann. Anstatt dass die so schnell, so schwer war, das mich doch gar nicht zu töten. Wir hätten einfach. Also wir, die hätten sie doch alle einfach zusammentun können, oder? Und das sich einfach umbringen. Das ist genau die gleiche Logik wie bei The Walking Dead, als sie im Gefängnis waren. Anstatt einfach jeden Tag Zombies umzubringen bei dem Zaun, warten die, bis sich dann Haufen ansammelt, den Zaun jeden Tag immer runterbiegen und nur so ausgewählte Tage gehen sie dahin, anstatt so kleine Schichten einzubauen. Jeden Tag macht da einer was. Und das rotiert dann so stundenweise, bis da keine mehr kommen. Und wenn es so stark nach Verwesung stinkt, dann kommt doch sowieso niemand mehr. Also von daher, das wäre viel logischer gewesen. Und wir gehen hoch, das ist nicht gut. So, wir müssen in die Richtung gehen. Mal gespannt, ob uns noch irgendwas erwartet an großen Viechern oder so. Das eine Viech war mir schon zu viel. Ich bin nur froh, wenn dieses komische Bunnyhop-Viech nicht mehr wiederkommt, weil das sah lächerlich aus. Das würde ich nicht nochmal sehen wollen. Und ich werde dieses Emote auch nie wieder mit irgendwas Positivem verbinden können. May hat das ja auch. Ja. May, ich. Nein. Ich mochte das sowieso schon immer nicht, aber jetzt ist sowieso. Jetzt ist es komplett vorbei. Jetzt ist das nicht mehr schön für mich. Das ist jetzt ganz vorbei. Wir müssen letztlich hochgehen, während wir runtergehen. Das ist wichtig, weil wir bei 74 bleiben müssen. Oh. Oh, ich war gerade so darin vertieft, dass wir schon fertig sind mit unserer Mission. Also mit dem ganzen Töten und so, dass hier nichts mehr kommt. Gar nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Zombie kommt. Komplett ausgeblendet einfach. Werden wir verfolgt? Ach so. Tut mir leid. Ich hätte auf dich warten sollen. Das stimmt. Ich bin einfach weitergerannt und habe deine Freunde vorher umgebracht. Das war nicht so nett. 74. Wir sind so. Und wir gehen trotzdem noch runter, ne? Ja. Wir können auch erstmal direkt straight runter und dann einfach unten nach links laufen. Das geht auch. Einen Schluck trinken. Ah, ja. Sehr gut. Ich habe mir heute mal ein Monster gegönnt. Grün, die beste Sorte. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so aussieht, aber die anderen Sorten sind okay. Aber grün kann nichts schlagen. Ich habe früher auch immer diese Sticker gesammelt. Es gab diese großen Dosen, da waren oben auf der Öffnung immer diese Sticker drauf. Ich habe tatsächlich vier von diesen Stickern an meinem Monitor gerade kleben. An jeder Ecke von dem Monitor ist ein Sticker davon. Ich fand die super. Schon so viele Jahre her. In meiner Teenagerzeit habe ich bestimmt jeden Tag ein Monster getrunken. Was nicht so gesund ist, aber die waren halt nun mal lecker. Tut mir leid, Peter, musste sein. Und ich weiß, bei mir heißt immer alles Peter oder James oder sonst was. Ich bin nun mal nicht kreativ mit den Namen. Kann auch Buxtehude jemanden nennen, aber so heißen nun mal Orte. Ab nach Buxtehude. Wir können ihn auch Verwesi nennen, weil er verwesend und stinkend rumläuft. Der gute Stinky. Onkel Jones. Onkel Einarm. Da, guck mal, das ist Affi. Affi Giraffi oder sowas, weil der sah groß aus, als ob er einen großen langen Hals hätte und gleichzeitig ist er gelaufen wie ein Affe. Bitte, ich bin nicht gut mit Namen. Und ich bin schon vorbeigelaufen. Hier ist das, nicht wahr? Ja, das ist ein Haus. Wir müssen nur einen Eingang zu dem Haus finden. Es ist ein ziemlich langer Zaun. Wo ist eine Öffnung? Sonst sind immer überall Öffnungen. Wo ist hier die Öffnung? Bin ich schon dran vorbeigelaufen? Hat ja gerade der Busch für irgendein Viech. Gott sei Dank nicht. Immer Büsche, ne? In jedem Spiel sehen Büsche aus, als ob das irgendwelche Viecher sind. In PUBG auch. Ich finde das furchtbar. Damit denke ich mir, oh, da ist jemand. Nein, es ist nur ein Busch. Habt ihr Büsche? Büsche sind die wahren Feinde der Natur. Und die wahren Feinde der Menschheit. Also wenn irgendwann mal eine Apokalypse kommt, dann die Apokalypse der Büsche. Ich glaube, wir sind in die falsche Seite gelaufen. Ich glaube, vorne wäre bestimmt ein Eingang gewesen, den wir jetzt nicht gesehen haben. Können wir jetzt endlich mal einen Eingang bekommen? Verdammt nochmal! Wo ist hier denn was? Lass mich rein! Was ist das für eine Ranch hier? Jetzt ist hier auch noch ein Gebäude. Ich kann nicht mal weiter den Zaun verfolgen. Lass mich doch endlich rein, verdammt nochmal. Na, endlich! Ich kann leider keine Gäste mitbringen. Das ist eine VIP-Veranstaltung. Nicht für gewöhnliche Zombies. Für Mates und ihre Freunde, nur das.
Also wenn die Zombies sich so ein Maid-Kostüm anziehen würden, würde ich sie auch reinlassen. Ugh, ekelhafte Vorstellung eigentlich. Immerhin haben wir es jetzt hier reingeschafft. Aber wo sind unsere Freunde? Hier, die Tür geht nicht auf, okay? Oh, okay, das ist auch einfach, da ist auch einfach nichts drin. Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollten. Da ist einfach nichts. Wie groß ist denn das hier? Und wieso sind hier Zombies? Ist das hier auch überlaufen? Komische Geräusche hier. Ich glaube, das ist ja auch überlaufen. Dann sind die doch aber auch schon tot. Werden wir dann gleich wieder weitergeschickt? Ab und zu habe ich das Gefühl, dass uns was verfolgt, aber das sind immer nur meine eigenen Schritte. Ihr hört die bestimmt auch ab und zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das waren diesmal nicht meine eigenen Schritte. Nein, sag mal. Guck, wie viel weniger Schaden wir bekommen. Ey, die lebt ja immer noch. Boah, das Nachladen in First Person ist ja grauenvoll. Die sind doch alle tot. Das ist doch kein neues Camp. Sind die alle so inkompetent? Erst siedeln sie sich um, anstatt dieses Monster zu töten. Und dann sterben sie hier auch noch alle? Sag mal, könnt ihr nicht ein bisschen auf euch aufpassen? Muss ich das alles machen? Ich bin eine Person und töte hier alle Zombies. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich einen Ball gerade aufgehoben? Nein. Komm, wer ist noch eine Packung Chips? Ist doch super. Das Bier? Ach, Saft. Oh, geil. Wir trinken jetzt so richtig alten, ranzigen Saft, der da bestimmt schon seit Ewigkeiten rumsteht. Oh, auch noch Orangensaft. Richtig klumpig. Schön mit extra Fruchtfleisch dieses Mal. Also, für die Leute, die gerne mit Fruchtfleisch trinken. Lecker. Ist doch geil. Schön vergammelter. Ist hier auch noch jemand oben? Oh mein Gott. Run. Das sieht sehr verdächtig aus. Kommt das von draußen? Also irgendwas Schlimmes ist hier passiert. Oh, nee. Nee. Seht ihr das? Der Stuhl wackelt. Und da ist niemand. Kommt hier gleich wieder irgendein Geist? Sieht so überhaupt nicht verdächtig aus, also so, ne? Bist du besessen von irgendwas? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wer bist du denn? Warum bist du nackt? Warum ist meine Animation der Typ und warum bin ich jetzt tot? War's das? Das war erfolgreich? Wir sind gerade gestorben. Das war erfolgreich? Wir wurden gerade in den Hals gebockt, zurückgestorben. Was? Was war das denn? Das war doch aber eine Frau gerade, oder? Hat uns eine andere Survivor-Gruppe abgeschlachtet, unsere Leute? Also wenn... Nee, das war... Oh, das war jetzt fies. Die ganze Mühe für nichts. Das war fies. Aber da das nur eine Beta ist, kommt da bestimmt noch was. Und ich muss sagen, das ist richtig geil, diese Beta. Das ist ein richtig geiles Spiel. Kann ich nur empfehlen, dass ihr das selber mal spielt. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Zeit geht um wie im Flug. Für die, als ob ich gerade erst angefangen hätte. Ich glaube, mein Highlight war tatsächlich dieser komische Bunny-Mann. Also, das war schon sehr fragwürdig. Und Inside the Backrooms, ja, das die billige Version davon, auf Wish bestellt. Aber tatsächlich war das ziemlich gut dafür. Sehr gutes Spiel. Also, ich hoffe, dass die daran bleiben mit der Entwicklung. Und dass irgendwann mal eine richtig Vollversion kommt mit ganz vielen Chaptern. Und dass es eine ausgereifte Story ist. Und vielleicht auch Open World mit mehr Spieler. Das wäre mega cool. Ich hoffe, das wird irgendwann kommen. Und ich hoffe, euch hat es hier gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt zwischendrin. Ich auf jeden Fall nicht. Das Spiel ist super. Und ich werde es in die Beschreibung tun. Also, guckt euch das selber an. Spielt das Spiel, hinterlasst vielleicht eine gute Bewertung. Weil die Leute können immer eine gute Bewertung gebrauchen. So als kleinen Motivationsbooster. Ich meine, das ist auf Chinesisch. Vielleicht verstehen sie ja nicht. Aber die haben bestimmt jemanden, der es übersetzen könnte. Und ich würde mich auch über eine Bewertung freuen. Also, einen Kommentar vielleicht da lassen. Wie witzig ihr das fandet. Ob irgendwas auszusetzen war. Ob euch das Spaß gemacht hat. Ob ihr das Spiel mochtet. Egal was. Selbst wenn ihr mir nur schreiben wollt, dass irgendjemand vor eurem Fenster steht und gleich reinkommt und euch mit einer Waffe bedroht. Das ist auch okay. Könnt ihr auch mit reinschreiben. Oder dass ihr euren kleinen Zehen gestoßen habt. Ich höre mir alles gerne an und antworte auch auf alles gerne. Und vielleicht noch ein kleiner Like. Würde ich mich auch drüber freuen. Also, danke fürs Zusehen. Und guckt euch das Spiel an. Hat Spaß gemacht.